Hallo Hessen, am 22. Februar 2016. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vor meinem Gast heute hier auf dem Sofa habe ich einen gewissen Respekt, denn man kann ihm kein X für ein U vormachen. Der Mann ist ehemaliger Kriminalbeamter und Verhörspezialist. Tausende Menschen hat er verhört und er erkennt jede Lüge und jeden Lügner sofort. Herzlich willkommen, Marco Löw. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind, habe ich gesagt. War das gelogen oder war das echt? Das war natürlich echt. Ne? Natürlich. Sie freuen sich. Ne? Nichts anderes dürften Sie behaupten. Nee. Aber hätten Sie es gemerkt, wenn ich das nur so gesagt hätte? Na gut, man muss natürlich immer, um Lügen zu erkennen, ein bisschen den Kontext betrachten. Eine einzelne Aussage auf 2 Sekunden, die, sage ich mal, abzuprüfen, ist ein bisschen schwierig. Aber selbst das geht. Das kann man anhand der Mikromimik dann teilweise erkennen. Da werden wir uns ja dann nachher noch damit beschäftigen. Dann. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis an die Zuschauer. Für diese Mikromimik sollten Sie sich unbedingt schon mal einen kleinen Taschenspiegel bereitlegen. Kann dann helfen, um die eigenen Lügen eventuell zu entlarven. Was ist, wenn ich sage, ich habe ganz schlimme Kopfschmerzen, mir geht es heute gar nicht gut? Würden Sie mir das glauben? Naja, wie gesagt, man muss immer den Kontext kennen. Ne? Ich kann jetzt nicht jede einzelne Aussage auf 2 Sekunden analysieren, aber im Zusammenhang, sage ich mal, mit einer größeren Aussage, mit einer längeren Erzählweise oder irgend sowas, kann man das letzten Endes alles dann feststellen, ob das glaubhaft ist oder nicht. Mhm. Man muss halt irgendwann einmal ein gewisses Muster erkennen. Man sieht, wie ist das Normalverhalten des Gegenübers, was hat er für eine natürliche Körpersprache, wie ist die Stimmlage, wie ist die Sprechgeschwindigkeit. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Indikatoren, auf die man achten kann. Und dann achtet man eben auf die Abweichungen. Und der perfekte Lügner, der müsste in der Lage sein, sämtliche Dinge gleichzeitig vorzutäuschen auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das wird ihn dann kognitiv, also von den Denkprozessen her, überfordern. Absolut. Mich erstmal sowieso. Ja, wie viele Menschen haben Sie verhört im Laufe Ihrer Karriere? Ja, das ist im Nachhinein schwer zu sagen. Ich habe auf jeden Fall 5000 Vernehmungen ausgewertet, auf Auffälligkeiten im Sprachmuster, in der Körpersprache und in allen Faktoren, die eine Rolle spielen, um die Wahrheit zu ermitteln. Habe halt in der ersten Zeit natürlich auch öfters Fehler gemacht, habe dann eben geschaut, woran hat es gelegen, ne, habe das immer analysiert. Und im Laufe dieser mehreren tausend Verhöre bin ich dann eben dann immer sicherer geworden und habe darauf auch mein System entwickelt, das auf 102 Indikatoren beruht, mit dem man sozusagen Lügner zielsicher überführen kann, wenn man das ganze Ding beherrscht. Und wie viele Einzelne das jetzt gewesen sind, kann ich nicht sagen. Es gab ja Fälle, da haben sie in einem einzigen Fall schon 20 Beschuldigte und 40, 50 Zeugen. Ne? Das ist dann nur ein Fall. Also solche Sachen gab es ja auch. Mhm. Ne? Und jetzt unabhängig davon, ob es nachher Schuldige oder nur Beschuldigte waren, ob es Zeugen waren, gab es Gemeinsamkeiten bei den Verhören, die Sie festgestellt haben? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Es ist zum Beispiel so, jemand, der die Wahrheit sagt, der hat Bilder im Kopf. Ne? Wenn ich Sie zum Beispiel jetzt zu Ihrer Frau frage oder zu Ihren Kindern oder zu Ihrem Auto, dann haben Sie in diesem Moment, wo ich das Thema anspreche, dieses Bild im Kopf und können mir detailreich zu Ihrer Frau, zu Ihren Kindern, zu Ihrem Auto Informationen geben. Und wenn Sie das jetzt nicht haben und wenn Sie sich ausdenken, Sie hätten eine Frau und Sie hätten Kinder und Sie hätten ein Auto, das ist gar nicht so. Und ich frage Sie dazu, dann müssen Sie die Lüge erst konstruieren. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wenn ich ein Auto oder eine Frau hätte, wie würde das dann ausschauen? Ne? Wie würde das denn jetzt konkret aussehen? Zum Beispiel bei einem Auto. Fragen Sie mich doch mal nach einem Auto. Genau, man kann zum Beispiel mal Folgendes machen. Ich stelle Ihnen mal ein paar harmlose Fragen und Ihr Auftrag ist es, die so schnell Sie können zu beantworten. Ne? Wahrheitsgemäß auch. Ja, genau. Sie sollen einfach mal wahrheitsgemäß antworten, um das mal zu demonstrieren und so schnell Sie können vor allem antworten. Ne? Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie eine Frau? Ja. Haben Sie Kinder? Ja. Wie viele? 2. Genau. Jetzt haben Sie eine Sekunde nicht einmal gebraucht, um die Fragen zu beantworten. Gell? Da haben Sie nicht viel drüber nachdenken müssen. Und wenn Sie jetzt als Beispiel aber in Wirklichkeit zum Beispiel keine Kinder hätten und keine Frau haben, dann könnten Sie vielleicht jetzt auch noch auf die Schnelle Ja sagen. Ne? Aber spätestens, wenn ich dann Details abfragen würde, ne? Wie groß ist Ihre Frau, was hat die für Haarfarbe, was hat die für eine Figur, die Kinder, was haben die für Vorlieben, was machen die für Sportarten, jetzt wären Sie in der Situation, dass Sie sagen, Sie könnten auch das im Sekundentakt beantworten. Ja, meine Tochter spielt Violine, mein Sohn spielt Tennis oder Fußball oder sowas, bla 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 bla. Das wissen Sie alles, ne? Ist alles gespeichert. Aber wenn Sie jetzt keine Kinder hätten, dann müssten Sie sich überlegen, ja, wenn ich Kinder hätte, was würden die denn dann tun? Wenn ich eine Frau hätte, wie würde die ausschauen? Was hätte die für eine Figur? Was hätte die für Charaktereigenschaften? Das Konstruieren einer Lüge braucht halt immer längere Zeit als das Abrufen der Wahrheit aufgrund der gespeicherten Bilder. Und das ist zum Beispiel eine solche kognitive, also mit den Denkprozessen in Zusammenhang stehende Ebene, auf dem man zum Beispiel die Wahrheit abprüfen kann. Ne? Dann ist es natürlich auch so, dass jeder Mensch nur eine begrenzte Merkfähigkeit hat. Es gibt einen berühmten Psychologen,
der heißt Hermann Ebbinghaus, der hat festgestellt, dass man nach einer halben Stunde bereits 50% der neu aufgenommenen Informationen wieder vergessen hat. Deswegen können Sie sich jetzt auch nicht 50 Vokabeln lernen und die dann nach einer Stunde noch alle können. Da sind Sie froh, wenn Sie noch die Hälfte wissen. Ne? Und es ist natürlich so, wenn jetzt jemand lügt und gerade in Verhören zum Beispiel, na, befragt man ja nicht nur eine Minute oder nicht nur eine einzige Frage, auf die es drauf ankommt, sondern einen komplexen Sachverhalt über mehrere Stunden, dann müsste jetzt der perfekte Lügner in der Lage sein, sich über Stunden hinweg das, alle, zu merken, das alles zu merken. Genau, das heißt, er tut in dem Moment natürlich situativ so antworten, was jetzt für ihn in dem Moment, sage ich mal, günstig erscheint, aber er müsste sich diese ganzen Sachen auch merken. Mhm. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er bleibt sehr detailarm, das heißt, er versucht bei den Stellen, wo er lügt, möglichst wenig zu sagen, dann muss er sich auch möglichst wenig merken. Oder aber er macht den Fehler, viel zu sagen, dann kann er sich nicht alles merken und dann wird er sich früher oder später auch in Widersprüche verschicken. Das heißt, egal was er macht, entweder ist es auffällig, weil er so detailarm bleibt in bestimmten Bereichen, oder es ist auffällig, weil er sich in bestimmten Bereichen immer wieder widerspricht, beispielsweise. Also egal, wie er es macht, kann man immer eine Möglichkeit finden, dieses Leck zu erkennen. Also ich merke schon, ich kann Ihnen tatsächlich nichts vormachen. Also es würde auffallen wahrscheinlich. Sie haben uns ein paar Selbstversuche und Tests mitgebracht. Zum Beispiel einen sogenannten Carpenter-Test. Was ist das? Genau. Der Carpenter-Effekt oder auch idiomotorischer Effekt genannt, der ist durch den Carpenter, daher auch der Name, entdeckt worden. Der besagt, dass das Denken an eine Handlung diese latent auslöst. Beispielsweise, Sie machen ein Sicherheitstraining beim ADAC oder bei irgendwem anders. Einer der ersten Übungen, die man macht in der Stufe 1, ist, mit einem PKW durch zwei Stempen durchzufahren. Na, die sind aber nur ein bisschen breiter als das Auto. Das heißt also, Sie müssen quasi durch diese Stempen durchfahren und haben rechts und links vom Spiegel nur wenige Zentimeter. Jetzt fahren Sie durch und was macht natürlich jetzt der durchschnittliche Autofahrer? Fährt durch und denkt, hoffentlich fahre ich nicht dagegen, hoffentlich nicht dagegen. Ich würde verkrampfen, ja. Schaut zu dem Stempen, hoffentlich fahre ich nicht dagegen. Na, und die Arme, die lenken ganz leicht Richtung Stempen, da reicht vielleicht eine ganz kleine Lenkbewegung aus und er fährt dagegen. Na. Beim zweiten Durchgang sagt der Instructor, passt auf, jetzt müsst ihr mal versuchen, stur geradeaus zu blicken. Nicht auf die Stempen schauen, stur geradeaus und durchfahren und dann auf einmal funktioniert es. Ne? Und das ist der Carpenter-Effekt. Das ist wahrscheinlich der Carpenter-Effekt. Aber was hat das jetzt mit diesem Pendel zu tun, das Sie uns deswegen mitgebracht haben? Mit diesem haben? Pendel kann man jetzt, das ist eine ganz lustige Übung, diesen Carpenter-Effekt am eigenen Leib erfahren. Ich muss dazu sagen, das funktioniert nicht bei jedem. Es ist davon abhängig, erstens mal, wie gut ist die Vorstellungskraft des Probanden und dann natürlich auch, wie groß ist der Mitmachwille. Ne? Das ist natürlich von ein paar so Faktoren abhängig. Es geht also darum, dass man einfach diesen Carpenter-Effekt einfach mal ausprobiert. Ne? Mhm. Dann machen wir doch mal. Dann machen wir das mal. Dann müssen Sie die Augen mal schließen und hier mal vielleicht mit zwei Fingern. Das so, jetzt halte ich es erst mal fest, dass es ruhig ist. Mhm. So. Genau, mal ganz ruhig halten. Und jetzt Augenspiel schließen. Mhm. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, dass Sie Ihren Arm so richtig rechts und links ganz, ganz heftig hin und her schwingen. Stellen Sie sich bitte vor, ganz intensiv vorstellen. Ganz intensiv vorstellen. Kann sein, dass es nicht funktioniert, je nachdem, wie gut Ihre Fantasie ist. Ganz leicht sieht man schon. Bitte den Arm schön ausstrecken, dann geht es besser. So. Genau. Und richtig intensiv vorstellen. Richtig intensiv vorstellen. Rechts und links und rechts und links. Ah. Bisschen sieht man es, aber es geht nicht übermäßig gut. Das kommt jetzt eben ganz drauf an. Ne? Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Wenn man jetzt so größere Gruppen hat, wie ich es oft habe bei meinen Vorträgen mit 40, 50, 100, 500 Leuten, dann hat man immer so die Hälfte ungefähr, die das gut können, die andere Hälfte nicht. Aber was hätte das denn jetzt gezeigt, wenn es dann links und rechts ausgeschlagen wäre? Das Pendel dann eben anfängt hin und her zu schlagen. Denn das Denken an die Bewegung, dass man dann von rechts nach links geht, die löst dann eben diese latente Bewegung aus. Ne? Aber was hat das damit zu tun, einen Lügner zu überführen? Ja, zum Beispiel dieser Carpenter-Effekt kann zum Beispiel Folgendes bewirken. In einer Situation, Sie sind zum Beispiel in einem Meeting, beruflich zum Beispiel, ne? Und jetzt auf einmal wird die Situation unangenehm für Sie. Ne? Ihr Chef fragt Sie vielleicht Dinge, die Sie gar nicht beantworten wollen. Oder Ihr Verhandlungspartner fragt Sie Dinge, die Sie gar nicht so richtig gut beherrschen. Dann denken Sie sich, oh, am liebsten würde ich jetzt den Raum verlassen. Ne? Und dann gehen die Augen kurz Richtung Tür. Oder Sie denken sich, am liebsten würde ich jetzt meinen Chef anrufen. Und dann gehen die Augen kurz Richtung dem Telefon, was sozusagen am Konferenztisch steht oder irgend sowas. Ne? Das wäre zum Beispiel jetzt so Beispiele für den Carpenter-Effekt im Lebensalltag. Aber mit dem Carpenter-Effekt erklären sich auch zum Beispiel solche Sachen wie Pendeln, esoterische Praktiken. So Gläserrücken und Gläserrücken und solche Sachen. Dran. Genau, solche Sachen erklären sich mit dem Carpenter-Effekt beispielsweise, wie das wirklich funktioniert. Also alle, die jetzt zuschauen und esoterisch angehaucht sind, mögen mir verzeihen, aber das ist quasi halt eben die wissenschaftliche Erklärweise. Und was auch ganz interessant ist, es gab sogar mal einen berühmten Mentalisten, der diesen Carpenter-Effekt perfekt vorgeführt hat.
Da wäre es natürlich jetzt perfekt, wenn wir noch einen Studiogast da hätten. Dass wir können das wir nachher vielleicht machen. Können wir nachher machen? Können wir nachher genau, dann kann man das zum Beispiel mal noch erklären an dem Beispiel. Und was auch eine ganz interessante Sache ist, manchmal gibt es ja auch kuriose Unfälle, die sich damit erklären lassen. Da fährt jemand zum Beispiel mit seinem Auto irgendwo über Land, ne? Rechts und links, nur Wiese, soweit das Auge reicht. Ein einziger Baum ist da. Und er fährt dagegen. Und er fährt dagegen. Und nachher denkt man sich, das war Schicksal, dass er gegen den Baum gefahren ist. In Wirklichkeit war es so, der ist in Schleudern geraten, ne? Hat versucht, das Auto wieder abzufangen und sieht den Baum und denkt sich, hoffentlich nicht, fahre ich hier nicht gegen den Baum, hoffentlich nicht gegen den Baum. Ne? Und zack. Schaut genau an den Baum, dann passiert das Gleiche wie beim Sicherheitstraining, was ich vorher gesagt habe. Er schaut zum Baum, ne? Und leichte Lenkbewegung Richtung Baum und er fährt dagegen. Ne? Herr Löw, das ist sehr spannend und ich bin sehr gespannt auf das, was wir nachher noch machen werden. Und deswegen nochmal der Hinweis an Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie so einen Handspiegel bei sich in der Nähe haben, holen Sie sich den mal, dann können Sie Ihre Mimik beim Lügen nachher hier live in der Sendung beobachten. Auch wenn Sie natürlich in Wirklichkeit wahrscheinlich nie lügen würden. Herr Löw, kurze Pause und wir unterhalten uns dann sofort weiter. Alles klar. Wir machen einen kleinen Themenwechsel. Es geht um Ernährung, genauer gesagt um übermäßigen Zuckergenuss. Wenn man zu viel Zucker isst, dann wird man nicht nur dick, dann wird man nicht nur kariös, dann wird man nicht nur diabeteskrank, da wird man im Zweifelsfall laut neuesten Studien auch noch dumm. In diesem Sinne, herzlich willkommen erstmal. Ich habe viel Zucker heute gegessen, merken Sie, ne? Frau Brüning. Haben Sie das schon, tatsächlich? Ja. Verstecktes Müsli. Ach so, tatsächlich. Ernährungsberaterin aus Frankfurt, schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Was macht Zucker noch alles Böses mit unserem Körper? Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, das ist leere Energie, sagen wir dazu. Ne? Also Zucker, ob es so in Form von Fruchtzucker als Pulver, Traubenzucker oder dem bösen Haushaltszucker ist oder auch versteckt in verschiedenen Lebensmitteln, ist erstmal nur Energie, also keine Vitamine, Mineralstoffe. Und wir werden auch nicht großartig satt dadurch. Das Problem ist, es gibt schon so eine Art Suchtfaktor. Also Zucker macht auch zusätzlich noch süchtig? Ja, das ist im Moment ein richtig großes Thema in der Wissenschaft, zu überlegen, Zucker kann nachweislich Dopamin ausscheiden, also auslösen. Also wir scheiden das dann aus und das ist eine Art Glückshormonvorstufe. Vergleichbar mit Nikotin- oder Alkoholsüchtigen. Noch sagt die Wissenschaft, naja, so schlimm ist es noch nicht. Aber naja, überlegen wir doch mal selbst. Jedes Kind isst doch ganz gerne süß. Und von daher, wenn man sich Richtung süß trainiert, die Zunge Richtung süß trainiert, hat man schon sozusagen ja, dieses Teufelswerk Zucker in sich und mag gerne mehr davon haben. Ja? Und das vor allem, es wird immer schwieriger, dann auch darauf zu verzichten. Ja, das ist genau der Punkt. Also man kann sich wirklich dann letztendlich diesen Süßgeschmack antrainieren. Aber Abtraining gibt es auch, also geht auch. Aber ist Zucker an sich denn wirklich so schlimm oder ist es nur unser Umgang mit Zucker, dass wir einfach zu viel davon essen? Es ist einfach so, wir nehmen zu viel zu uns. Also alleine in Deutschland werden ca. 40 Kilo pro Person im Jahr an Zucker konsumiert. Versteckt oder eben offensichtlich in Form von einem Teelöffelchen Zucker im Kaffee beispielsweise. Das sind rund 90 Gramm pro Tag. Laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung sollen es aber nicht mehr sein als 50 bis 60 Gramm Zucker am Tag. Also man isst fast doppelt so viel. Ja, und eben, weil eben, ist auch ein Geschmacksverstärker noch dazu in bestimmten Lebensmitteln. Jetzt ist Zucker aber nicht gleich Zucker. Es gibt ja verschiedene Arten von Zucker und Sie haben uns da ein paar Mal mitgebracht. Was sind die Unterschiede? Also vermeintlich meint man natürlich so ein brauner Zucker oder Agavendicksaft oder eben Ahornsirup wären jetzt gesünder. Mhm. Aber im Grunde genommen, also auch gerade so ein Agavendicksaft, wie wir ihn hier stehen haben. Wir gehen ein bisschen näher mal ran an den Zucker. Gerne. Ich will es mal ganz kurz mal hinstellen. Ist letztendlich auch ein Fructosesirup. Ja, also diese Kakteenart wird verarbeitet und daraus wird eigentlich ein Fructosesirup hergestellt. Und da wissen wir nun mal, ein übermäßiger Konsum, gerade auch wenn es hier ein natürliches Zuckermittel erstmal als gesund, vermeintlich gesund herüberkommt, kann unter anderem auch leider eine Fettleber auslösen mit der Zeit und natürlich stark zum Übergewicht beitragen. Also selbst der vermeintlich gesunde Zucker. Und die beiden, ich meine, ob es ein brauner Zucker ist, also Molasse beziehungsweise eben mit diesen kleinen Anteilen noch an Mineralstoffen meinetwegen, ist das trotzdem nicht gesünder in dem Sinn. Ja. Im Ahornsirup kann man vielleicht noch sagen, dass hier aus diesem Baumsaft im Grunde genommen, aus ich glaube 40 Litern wird so ein ganzer Liter Sirup quasi gewonnen durch Verdampfen. Da haben wir vielleicht noch ein paar mehr Mineralstoffe drin, aber es macht jetzt den Kohl nicht fett, weil ich glaube, keiner von uns würde auf einmal 100 Milliliter Ahornsirup zu sich nehmen. Das ist ein bisschen viel, muss oder? Nicht sein. Ja. Wir unterhalten uns sofort weiter und werden dann auch die eine oder andere Möglichkeit kennenlernen, gesund zu süßen.
jeden Fall. Auf jeden Fall. Vorher der Hinweis für Sie, dass Sie uns zum Thema Zucker Ihre Fragen natürlich stellen können, wenn Sie wissen wollen, wo zum Beispiel besonders viel Zucker drin ist, welche Möglichkeiten Sie persönlich haben, um auf übermäßig viel Zucker zu verzichten oder sonstige Fragen zum Thema Zucker, einfach anrufen 0800 627 27 26 oder eine Mail an hallohessen@rde und Frau Brüning wird diese Fragen dann später natürlich beantworten. Zucker ist gut fürs Gehirn. Zucker ist der optimale Energielieferant und eine Minimalmenge Zucker, die braucht der Körper einfach. Das sagt man so einfach. Die Frage ist natürlich, stimmt das auch tatsächlich? Wir haben uns Zuckermythen wie diese mal angeschaut und so ein kleines bisschen auf ihren Wahrheitsgehalt hin abgeklopft. Zucker, eine süße Verführung. Hartnäckig ranken sich zahlreiche Mythen rund um den süßen Stoff. Der Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück klärt uns auf. Los geht's mit Mythos Nummer 1. Fruchtzucker ist gesund. Das ist falsch. Ja, Fruchtzucker verbinden wir wegen dem Wort Frucht auch so ein bisschen mit Obst. Und Obst ist für uns bekanntlich gesund. Aber Vorsicht, die Natur liefert uns Fruchtzucker nur in geringer Form. In Kombination mit anderen Zuckerarten, wie zum Beispiel hier im Obst. Damit kommt der Körper auch wunderbar klar. Problematisch wird es nur, wenn wir Fruchtzucker als Süßungsmittel in größeren Mengen einsetzen, wie beispielsweise bei dieser Marmelade. Dann kommt der Körper nicht mehr damit klar. Und im Ernstfall kann es zu Fettleber kommen. Mythos 2. Zucker ist der beste Energielieferant. Das ist falsch. Ja, so schön wie er aussieht, der Zucker, aber er ist nicht der beste Energielieferant. Das ist eindeutig Fett oder hier in dem Fall Öl. Denn Öl enthält bei gleicher Menge mehr als doppelt so viel Energie. Aber beides ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Mythos Nummer 3. Honig ist gesünder als Zucker. Das ist falsch. Der Honig enthält Spuren von Vitaminen, Mineralien, aber auch Enzymen. Aber der Hauptbestandteil von Honig ist Zucker. 80% Traubenzucker, Fruchtzucker und andere Zuckerarten. Und der Rest ist Wasser. Also eigentlich eine starke Zuckerlösung. Und deswegen müssen wir auch aufpassen. Denn ein Übermaß an Honig kann genauso wie beim Zucker im Endeffekt auch ungesund sein. Aber ganz ehrlich, manchmal schmeckt er mir. Mythos Nummer 4. Brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker. Das ist falsch. Ja, mit der Farbe braun verbinden wir irgendwie immer was Natürliches oder Gesundes. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Die beiden Zuckerarten haben bei 100 Gramm beide 400 Kilokalorien. Und beide werden auch vom Körper als Energieträger gleichermaßen genutzt. Der Unterschied ist nur, dass wir hier in diesem ungereinigten, unraffinierten Zucker ein paar Mineralstoffe noch als Rückstände sozusagen haben. Aber das spielt für unsere Gesundheit, ganz ehrlich, überhaupt keine Rolle. Mythos Nummer 5. Der Körper braucht Zucker. Das ist richtig. Na klar brauchen wir Zucker. Jeden Tag braucht allein unser Gehirn 120 Gramm davon. Aber wir sagen bitte nicht in reiner Form als Zucker essen oder als Süßigkeiten, sondern natürliche Lebensmittel zu sich nehmen, wie zum Beispiel diese Kartoffel. Denn die enthält Stärke, genauso wie das Brot. Und diese Stärke wird beim Verdauungsprozess zu Zucker umgewandelt. Und das schafft uns eine lange Leistungsfähigkeit. Und mal ganz ehrlich, in Form von Brot schmeckt mir der Zucker sowieso besser. Mythos Nummer 6. Zucker macht dick. Das ist falsch und richtig. Hier gilt beides. Führe ich genau die Menge zu, die mein Körper verbraucht, zum Beispiel bei einer normalen Ernährung, dann macht Zucker, wie zum Beispiel diese Bonbons, nicht dick. Dazu kommt, dass Zucker auch im Körper erst in Fett umgewandelt werden muss. Das kostet für den Körper Aufwand und Energie. Das macht er nicht so gerne. Aber befinde ich mich in einer Überernährung, esse ich mehr als ich muss, dann kann auch Zucker dick machen, aber dann ist es mindestens genauso wichtig, hier drauf zu achten. Denn wenn ich Fett esse, dann braucht der Körper nichts mehr umzuwandeln. Dieses Fett hier landet dann 1:1 auf meinen Hüften. Mythos Nummer 7. Zucker ist ein Vitamin- und Kalziumräuber. Das ist falsch. Zucker ist kein Räuber. Zucker ist pure Energie. Und deswegen keine Angst vor dem Zucker im Kaffee. Der wird uns nicht die Vitamine und das Kalzium am Tag rauben. Wer auf eine gesunde Ernährung achtet, der hat keine Probleme mit einem Mineralstoff oder einem Vitaminmangel. Fazit: Zucker schadet nicht, solange man Süßes bewusst und in Maßen genießt. Wobei, das gilt wahrscheinlich für jede Art von Lebensmitteln, oder? Das ist immer die Krux der Ernährungsberatung, zu sagen in Maßen. Aber was ist das Maß der Dinge? Ja, wie eben schon mal kurz versucht zu beschreiben, nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung gibt es tatsächlich so ungefähr
die Maßgabe, 10% der Energie in Form von Zucker zu sich zu nehmen. Mhm. Damit ist aber schon gemeint, auch der versteckte Zucker in Lebensmitteln, den wir jetzt nicht so offensichtlich sehen wie mit dem Stückchen Zuckerwürfel jetzt im Kaffee. Mhm. Aber auch den Fruchtzucker, den wir vielleicht vermeintlicherweise mit einem Apfel zu uns nehmen. Ein Apfel hat schon 14 Gramm Zucker. Und alle denken, das ist total gesund, dieser Fruchtzucker. Das ist es ja auch in dem Fall, ne? Weil der auch satt macht. Aber jetzt kommen wir mal eigentlich zu dem versteckten Zucker, was ich ja doch ganz spannend finde. Genau, auch. Sie haben uns ein paar Lebensmittel mitgebracht, wie zum Beispiel diese Tomatensuppe in der Dose. Mhm. Ich gebe zu, ich esse sowas regelmäßig, also ab und zu. Selten, ganz selten. Was denn nun? Ganz selten. Selten, okay. Ganz selten essen. Tomatensuppe aus der Dose. Wie viel Zucker nehme ich da so zu mir, bei einer durchschnittlichen Dose? Also wir haben jetzt mal so besonders so eine Tomatencremesuppe hier mitgebracht. Und da kommen wir immerhin schon auf 7 Stückchen Zucker für diese knapp 400 Milliliter Suppe. Tatsächlich? Mhm. Die schmeckt man aber gar nicht raus. Nicht zu vergessen, dass natürlich auch Tomaten natürlicherweise ein bisschen Kohlenhydrate enthalten. Aber es ist ein Geschmacksverstärker. Und in jeder Koch weiß, so eine Prise Zucker in der Suppe verstärkt den Geschmack. Ja, so als Pendant zu dem herzhaften, salzigen. Und schon habe ich hier, also ich will nur sagen, da will man jetzt erstmal gar nicht davon ausgehen, dass man da schon Zucker zu sich nimmt. Wie ist das so im Vergleich zu Tütensuppen? Also wenn ich da zum Beispiel, die gibt es ja, also esse ich auch nur ganz selten, okay. Tomatensuppe aus der Tüte. Wie viel Zucker ist dabei? Kommt natürlich aufs Produkt drauf an. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Tütensuppen deswegen jetzt besser sind, aber in der Regel ist es ja halt schon eher herzhafter, ganz klar. Wenn ich jetzt eine Kartoffelsuppe aus der Tüte habe, habe ich da vorwiegend Kartoffelmehl als Grundlage. Auch Kohlenhydrate übrigens, wie Herr Lück gerade sagte. Aber natürlich habe ich da jetzt nicht diese großen Mengen. Ich schätze mal so 2-3%. Also wesentlich weniger, als jetzt hier drin ist. Das ist die und doppelte Menge ungefähr drin. Bei einer frisch gekochten Tomatensuppe eine Prise. Prise macht ja für den ganzen Pott nicht viel aus. Genau das ist ja richtig. Ja. Also als Gewürz nicht verkehrt, muss man mal richtig zu sagen. Ja. Aber in manchen Fertigprodukten wird einfach mehr eingesetzt, weil nochmal dieses, wir sind trainiert in Richtung süß gleich lecker. In einer gewissen Art und Weise. Jetzt steht hier natürlich drauf, das soll so viel heißen wahrscheinlich wie Bio. Sind Bioprodukten weniger Zucker drin? Kann man das pauschal sagen? Kann ich so schlecht sagen. Es kommt wirklich immer auf die Rezepturen. Wie ich schon sagte, in dem Fall nehme ich fast auch an, das ist sicherlich auch natürlicher Zucker mit drin, Milchzucker mit drin, durch diese Cremesuppe. Aber es kann auch sein, dass nochmal eine Prise Zucker zum Abschmecken mit da drin ist. Aber ich wollte nur sagen, es addiert sich eben. Und es ist nicht so leicht, auf diese 50-60 Gramm Zucker zu kommen oder beziehungsweise drunter zu bleiben. Wir haben noch ein paar andere Beispiele, wie zum Beispiel hier so ein Macchiato-Kaffee, Fertigkaffee. Das ist noch ein kleiner, ne? Ein ganz kleiner. Das sind, da wird also man das ja nicht satt so von 200 Gramm, ja, 190 Milliliter. Das ist so ein Kaffee Fredo, also so ein schöner kleiner Eiskaffee. Wenn wir so überlegen, ich persönlich sage mal, wenn wir jetzt durch Frankfurt gehen, und da sieht man doch jeden zweiten Menschen, finde ich, mit so einem Fertigkaffee oder mit so einem Kaffee in der einen Hand und Handy in der anderen Hand. Und in so einem Fertigprodukt jetzt haben wir tatsächlich sage und schreibe, ich habe 9 Stückchen Zucker drin, das sind 200 Milliliter. Ja. Milchpulver drin sicherlich, da ist auch dann natürlich Milchzucker drin, aber noch extra Zucker zugesetzt und von meiner Warte her auch relativ süß. Muss nicht sein. Muss nicht sein, Jetzt etwas, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte, das ist Heringssalat. Wo ist da der Zucker drin? Ist das hier in dem cremigen? In der Gewürzmischung sicherlich auch. Ne? Also diese Creme als solche natürlich auch. Es ist natürlich jetzt relativ gesehen, wenn man jetzt die beiden vergleichen möchte, viel weniger. Es ist knapp die Hälfte mit 5 Stück Zucker, wenn wir davon ausgehen, dass ein Stück ungefähr 2,5 Gramm ausmacht. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet letztendlich. Ne? Um einfach mal zu sagen, in Fertigprodukten, und deswegen lohnt sich einfach auch mal der Blick auf die Zutatenliste, dann stehen hier auch schon mal durchaus Fructose-Sirup mit drauf, Glucose-Sirup mit drauf, was letztendlich auch ein ganz gutes Bindemittel ist. Oder beziehungsweise mit so einem Sirup kann ich eben ganz gut was auch noch mal ergänzen und abschmecken, ohne dass es krümelig bleibt. Aber Sie sagten gerade Fructose-Sirup oder was war das andere? Glucose-Sirup. Sind das so versteckte Zuckeranteile, die in diesen Produkten drin sind, genau, auf die ich auch achten sollte, wenn ich meine Ernährung entsprechend einstellen möchte, also weniger Zucker zu essen? Also hier ist sogar richtig Zucker drin, um mal zu zeigen, das ist jetzt hier bei diesem Heringssalat tatsächlich an 5., 6. Stelle. Und von daher ist es tatsächlich in diesem Fall ein Geschmacksfaktor. Nochmal, Zucker ist auch ein leichter Geschmacksverstärker. Also nochmal, wir sind alle programmiert auf süß. Von daher ist es möglicherweise auch durch eine Konsumentenumfrage, Tasting, festgestellt worden, dass die Menge Zucker dann besser ankommt beim Verbraucher. Also ich will jetzt nicht so sagen, dass die
letztendlich das unbedingt bräuchten im Heringssalat, aber offensichtlich vom Geschmackspanel her scheint es wohl auch so gewünscht zu sein. Was mich jetzt schockiert ist, gestern Abend beim Tatort habe ich eine Tafel Schokolade gegessen. Das war ja richtig viel Zucker. War das so eine Milchschokolade wie diese? Das war genau so eine. Ja, also ich glaube, da türmen sich jetzt gerade so diese Zuckerwürfelchen. 50% Zucker ist da drin. Dann lassen Sie uns nicht weiter darüber reden, das macht mir Angst. Na, das tut mir jetzt auch leid. Aber die Menge macht's. Da sind wir wieder genau bei der Anfangsfrage. Wenn ich jetzt mal so einen Riegel Schokolade mir gönne, ist sicherlich nicht das Problem. Aber das geht ja nicht. Das ist ja das Problem. So ein Riegel Schokolade, der macht einen ja nicht glücklich. Da sitzt man, denkt sich nachher, wo ist denn der Rest geblieben? Das will ich jetzt auch noch haben. Sie kennen das Problem, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, also es ist vor allem bei der Vollmilchschokolade der Fall und auch bei der alten Milchschokolade. Möglicherweise nicht bei der Bitterschokolade. Da ist weniger Zucker drin? Da ist deutlich weniger, die Hälfte ungefähr an Zucker drin. Mhm. Und der Schokoladengeschmack, wenn es um den geht, der ist wesentlich intensiver. Wie man richtig Schokolade isst, das werden Sie uns nachher noch zeigen. Gerne. Kommen wir später zu. Vorher mal zu ein paar anderen Lebensmitteln. Wie sieht das denn aus zum Beispiel mit Müsli? Ist da auch Zucker mit drin? Klar, also nochmal, das Wichtigste ist wirklich immer auf die Zutatenliste zu kommen. Mir fällt jetzt gerade nochmal bei dem Müsli hier auf, dass wir haben ein schönes positives Beispiel. Das sind letztendlich nur Basismüsli mit Kornmischung. Da mache ich überhaupt nichts verkehrt. Mhm. Dieses könnte ich mir vorstellen, kann ich jetzt, damit ich überhaupt einen Süßgeschmack habe, auch mal vielleicht mit ein bisschen tatsächlich Ahornsirup oder einfach nur Obst und Joghurt mischen. Ich kann mein Geschmacksempfinden auch in Richtung natürliche Süße wieder umprogrammieren. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Ja. Wie sieht es aus mit Säften? Worauf sollte man da achten? Oder also, Getränke im Allgemeinen? Das ist ein Riesenproblem, gerade was ich bei Jugendlichen beobachte. Dieser Hang zu, ich trinke jetzt mal einen Saft, also ich trinke was Gutes, was Gesundes. Vitamine. Und Vitamine, ganz genau. Also natürlich habe ich hier in so einem Sauerkirschnektar oder Orangensaft habe ich ungefähr so 10-12% Zucker drin. Mhm. Es ist zwar vermeintlich Fruchtzucker und Traubenzucker vielleicht gemischt. Und sicherlich bieten die Säfte auch noch mal Vitamine, Mineralstoffe. Im Gegensatz vielleicht zu Limonaden. Aber ich habe jede Menge Energie hier drin. Also ein Glas Saft sind halt schon auch mal in etwa 8 Stückchen Zucker. Wenn ich es umrechne auf diese. Tagesbedarf letzten Endes dann gestillt. Noch nicht ganz, aber mit dem halben Liter auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich noch nicht irgendwelche anderen Lebensmittel zu mir genommen. Deswegen, wenn dann Saftschorle, ganz hoch verdünnt, wenn ich wirklich mal diesen Fruchtgeschmack brauche. Mit viel Wasser. 1:2, 1:3 Mischung. Tiefspritzen, genau. Mhm. Würden Sie sagen, ein Leben ohne Zucker ist möglich? Ich würde sagen, ein Leben ohne künstlich zugesetzten Zucker wäre möglich. Es ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt mal an meine jugendlichen Leistungssportler betrachte, die sehr gerne süß essen und auch oft so ein Jeeper haben, noch extra Kohlenhydratenergie in Form von süß. Zumal, weil sie das auch für die Muskeln, aber auch für die Gehirn- und Nervenzellen brauchen. Wir verbrauchen pro Tag um die 120 Gramm Kohlenhydrate durch die Gehirn- und Nervenzellen. Dann sagen die mir, ich will das mal austesten, ohne zusätzlichen Zucker, durch Süßigkeiten mal weglassen, Säfte mal weglassen, wirklich nur Mineralwasser trinken. Nach einer Woche sind die quasi entwöhnt. Das geht relativ schnell. Mhm. Die Geschmacksnerven können sich ziemlich schnell umtrainieren. Und das mögen die dann auch gar nicht mehr und wollen das gar nicht mehr haben, die, sowas Süßes. Nicht mehr so diesen Jeeper danach, also tatsächlich nicht. Ja. Sie sagen, ich esse dann doch lieber mal Obst mit Joghurt, tatsächlich probiere das mal aus und es funktioniert. Und jugendliche Leistungssportler deswegen, weil sie beim Olympiastützpunkt Ernährungsberatung für die Athleten machen. Das hätte man an dieser Stelle dann auch noch geklärt. Meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Fragen haben zum Thema Zucker und süße Ernährung im Allgemeinen wie im Speziellen, dann rufen Sie gerne an unter 0800 627 27 26 oder eine Mail an hallohessen@hr.de und Frau Brüning wird diese Fragen dann später gerne beantworten. Gerne. Ich freue mich auf die nächste Runde, denn dann werden wir eine leckere Limonade zubereiten. Exakt. Die ist schon erfrischt. Die ist schon erfrischt. Ja. Prima, Frau Brüning. Dankeschön. Bis dahin. Bis später. Und damit zurück zu Marco Löw, unserem Experten in Sachen Lügen und Belogenwerden. Ich habe heute echt noch nichts Süßes gegessen. Würden Sie mir das so glauben, wenn ich das so sage? Ja, diese übertriebenen Beteuerungen sind natürlich immer verdächtig. Es gibt da so einen alten Kriminalistenspruch, der heißt, quasi bei solchen Beteuerungen, ne, ertönen vor der Vernehmung hohe Schwüre, steht die Lüge vor der Türe. Ne? Also dieses Wort echt, das ich da benutzt habe. Ja, ich habe heute echt so, noch nichts Süßes. Das müssen Sie mir unbedingt glauben. Das ist also etwas, jemand, der es so extrem betont, ist eher nicht glaubwürdig. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss, da jetzt in Dogmen zu denken. Man muss immer den Gesamtkontext betrachten. Aber jemand, der die Wahrheit sagt, hat es normalerweise nicht notwendig, das überproportional zu betonen. Also diese überproportionalen Betonungen sind immer irgendwo ein bisschen auffällig. Welche anderen Redewendungen gibt es da noch, bei denen Sie stutzig würden? Ja, also das ist echt so. Ne? Das ist wirklich so. Ne? Das sind also diese Betonungen zum Beispiel. Dann natürlich ist auch interessant in Personalifizierungen.
Als Beispiel, wenn ich was toll gemacht habe, dann rede ich gerne in der Ich-Form. Ne? Mhm. Ich habe das gemacht, ich kann das, ich habe das und das und ich habe den und den Erfolg gehabt. Ne? Und wenn ich aber was vielleicht nicht so toll gemacht habe, dann möchte ich das eher von mir weisen und sage ich, ja, man hat nicht wissen können, dass ich das so und so entwickeln Mann. Würde. Na? Niemand hätte gedacht, das und so. Na? Dann versucht man sozusagen, sich eher rauszulavieren und dann eben solche Entpersonalifizierungen zu verwenden. Redewendung ist das eine. Das andere ist Gestik und Mimik, auf die Sie auch achten bei Verhören. Genau. Oder Vernehmungen. Deswegen hatten wir vorhin unsere Zuschauer auch gebeten, sich einen Handspiegel mal zur Seite zu legen. Ich hoffe, das haben jetzt auch ganz viele gemacht, denn Sie wollen uns was damit zeigen. Genau, ich will einfach mal den Zuschauern zeigen, wie man so die Mikromimik einer anderen Person deuten kann. Das Interessante daran ist, dass die Mikromimik, das sind also quasi Gesichtsmuskelbewegungen, die für einen kurzen Moment im Gesicht auftreten und die über das autonome Nervensystem gesteuert werden. Das autonome Nervensystem arbeitet außerhalb des Bewusstseins. Das heißt also quasi, diese Reaktionen erfolgen im Unbewussten. Ne? Und deswegen sind sie auch sehr, sehr schwer künstlich herzustellen und zu manipulieren. Und umso wertvoller natürlich, wenn man ein bisschen weiß, was dahinter steckt. Werden wir konkret. Ich nehme mal so einen Ihrer Spiegel. Mhm. So, Taschenaufklappspiegel. Oh. War was drauf. So, ja. Jetzt ist er schön sauber. Genau, jetzt würde ich einfach mal ein paar so Sachen demonstrieren. Ne? Die können auch die Zuschauer gleich mitmachen, wenn sie möchten. Mhm. Ein Klassiker zum Beispiel ist ja der, wie unterscheidet man ein echtes von einem falschen Lächeln? Man wird ja jeden Tag irgendwo mal angelächelt. Ne? Lächeln ist ja auch eine soziale Interaktion, die man im täglichen Leben immer wieder verwendet. Mhm. Es gibt aber verschiedene Arten des Lächelns. Es gibt das echte Lächeln, wenn ich mich wirklich über etwas freue. Ne? Es gibt das künstliche Lächeln, dass ich nur so tue, als ob es so wäre. Und es gibt natürlich noch so das arrogante, verächtliche Lächeln. Ne? So, also, ach, so ein Schmarrn. Ne? Wir können mal die Unterschiede an unserem Gesicht erkennen. Das werde ich jetzt einfach mal demonstrieren. Schauen Sie doch mal bitte in den Spiegel. Mhm. Wenn Sie echt lächeln, dann ist es so, dass die Mundwinkel nach oben gehen. So. Ne? Machen wir es mal ein bisschen auffällig. Also natürlich in echt ist es nicht so übertrieben, ne? Aber so kann man es gut demonstrieren. Die Mundwinkel gehen nach oben. Und dadurch, dass die Mundwinkel nach oben gehen, wird eine Muskelkette in Bewegung gesetzt, die zwischen der Mund- und der Augenmuskulatur verläuft. Mhm. Und zum Beispiel, hier an der Seite sieht man Krähenfüße. Falten ohne Ende bei mir. Genau, wenn ich hier an der Seite Krähenfüße. Gell? Dann werden die Backen nach oben geschoben. Dadurch werden die Pupillen zum Beispiel kleiner als vorher. Und es entstehen auch diese Falten unterhalb der Augen. So eine Tränensäcke praktisch. Genau. Beim künstlichen Lächeln nach hinten zum Beispiel so. Mhm. Da passiert hier überhaupt nichts an der Seite. Ne? Deutlich weniger jedenfalls. Stimmt. Genau. Und auch die Backen werden kaum nach oben geschoben, also es passiert nicht so viel. Ne? Beim arroganten Lächeln kann man am besten erkennen, wenn es so einseitig ist. Ne? Alles, was so asymmetrisch ist, so zum Beispiel. So, so ein Schmarrn. Ne? Dann wird also nur hier eine Seite angehoben und die andere bleibt quasi kalt. Ne? Mhm. Und was auch noch interessant ist, es gibt natürlich Leute, die freuen sich zum Beispiel. Jetzt freue ich mich, dass ich sie reingelegt habe. Ne? Haben Sie? Als Beispiel, ja, das so, lächle ich, ne? So, sage ich, hey, super, ich habe reingelegt. Und dann denke ich mir gleich in dem Moment, oh, das darf der aber nicht merken. Ne? Achso, Sie meinen jetzt der Mann, die Person, die verhört wird. Zum Beispiel, ne? Ja, okay, verstehe. Er denkt sich, ah, jetzt habe ich den Polizeibeamten, der hat mit dem Blödsinn geglaubt. Ne? Dann hat er in sich so ein Siegergefühl. Ne? Denkt sich, haha, der hat mir den Schmarrn abgenommen. Ne? Dann fängt er an, kurzes Lächeln anzudeuten. Man sieht also hier praktisch an der Seite dann diese Krähenfüße. Ja. Und im gleichen Moment versucht er das Lächeln zu unterdrücken. Dann schiebt er zum Beispiel das Kinn nach oben, dann schaut er zum Beispiel so aus. Jetzt versucht er das Lächeln zu unterdrücken. Also. Das Problem ist nur, wenn ich echt gelächelt habe vorher, das ist hier zu sehen, und dann das Kinn nach oben schiebe, ist immer noch zu erkennen an der Seite. Ne? Ja, was heißt das jetzt? Also je mehr Krähenfüße Sie bei einer Verhör sehen, desto glaubwürdiger ist der Mensch? Nein, das heißt nur, das ist jetzt nur ein echtes Lächeln sozusagen. Das heißt, dieses Lächeln ist echt gemeint, ne, und nicht sozusagen künstlich erzeugt. Ich kann zum Beispiel sehen, ist jemand zum Beispiel sauer über eine Frage beispielsweise, ne, oder überrascht. Überraschung ist zum Beispiel ein interessantes Punkt. Ich frage Sie irgendetwas, ne, oder sagen Sie wissen noch sicher, dass es so und so ist. Ich sage, klar weiß ich das, ne? Aber in Wirklichkeit sind Sie überrascht. Was passiert bei der Überraschung? Die Augenbrauen gehen nach oben und die Pupillen weiten sich. Ne? Oh, ne? Ja. Und wenn die Augenbrauen nach oben gehen, kann mal jeder Zuschauer machen, dann sieht bei jedem Zuschauer hier diese horizontalen Linien an der Stirn. Ne? Aber hallo, das ist ja der Grand Canyon hier. Und man sieht zum Beispiel auf einmal, dass überhalb der Pupille das Weiße zu sehen ist. Ne? Wenn Sie die Augenlider hier oben heben, sieht man, wie man es auch bei mir gut sehen kann, auf einmal hier das Weiße über der Pupille. Das ist normalerweise nicht zu sehen. Ne? Stimmt. Wenn ich jetzt das nur ganz kurz andeute, jetzt sind wir beim Bereich der Mikromimik, dann kann man trotzdem jetzt hier, wenn ich jetzt das länger gemacht habe, ne, jetzt gehe ich wieder zurück, sieht man immer noch
diese Falten, das dauert eine Zeit, bis die wieder weg sind. Ja, da, also, da beschwert sich immer meine Maskenbildnerin. Genau, drüber, wenn ich jetzt das nur ganz kurz mache, ich bin überrascht, so, oh, na, jetzt ziehe ich wieder zurück, sieht man trotzdem noch diese Falten, die gerade entstanden sind. Selbst wenn mir das selber gar nicht aufgefallen ist. Wenn ich dagegen jetzt zum Beispiel mich über etwas ärgere, dann ziehe ich jetzt die Augenbrauen nach unten. Und dann passiert Folgendes, dass sich zwischen den Augenbrauen entweder, wie bei mir, vertikale Linien bilden oder es bilden sich senkrechte Linien. Ne? Mhm. Aber bei eins von beiden auch, passiert. Ja, genau, bei Ihnen zum Beispiel. Da bilden sich zum Beispiel zwei solche senkrechte Linien. Und da kann man zum Beispiel jetzt erkennen, aha, er zieht die Augenbrauen nach unten, er ärgert sich. Genau. Jetzt habe ich richtig irgendwie eine Frage gestellt, genau, die genau, wenn er sich schwarz getroffen hat. Genau, wenn er sich richtig ärgert zum Beispiel, dann werden hier noch die Augen verengt, na, dann werden hier noch die Pupillen zusammengekniffen. Dann sieht man, dass das untere Augenlid, das normalerweise rund ist, auf einmal gerade wird zum Beispiel. Na, so. Und dann beißt er sich vielleicht auch noch auf Lippen, dann schaut es so aus. So. Dann ist alles vorbei. Na, irgend sowas. Das sind also praktisch hier so verschiedene Gesichtsmuskelbewegungen, die man eben beispielsweise dann für einen kurzen Moment, für ein, zwei Sekunden erkennen kann. Und wenn man darauf ein bisschen sensibilisiert ist, dann kann man da eben auf die Gefühlslage des Gesprächspartners Rückschlüsse ziehen. Und da gab es also ein amerikanisches Forscherteam, die haben 40 Jahre lang nichts anderes gemacht, als Gesichtsmuskelbewegungen und Gesichtsmimik zu erforschen. Die sind sogar zu Urwaldvölkern gefahren und geschaut, ist es bei denen genauso wie... War es genauso? Ganz genauso, ja. Das ist bei allen Menschen quasi gleich. Klasse, ja. Ist genetisch und wahrscheinlich dann auch... Genau, das ist irgendwie im genetischen Code wahrscheinlich drin. Und deswegen ist es eigentlich relativ wertvoll, wenn man sich mit diesen Dingen ein bisschen auskennt. Kreuzverhöre. Kennt man ja aus Krimis meistens so, da gibt es einmal hier den bösen Kopf und den guten Kopf und die spielen sich die Bälle irgendwie zu und zwischendrin ist die Person, die verhört wird. Ist das tatsächlich realistisch? Werden so Kreuzverhöre auch in der Wirklichkeit gemacht? Nein, das ist nicht realistisch. Es fängt schon mal damit an, in Deutschland ist es dieses System sogar verboten. Ne? Ich darf beispielsweise, der Klassiker ist ja der, ne? Beim Good Guy, Bad Guy Spiel oder Good Cop, Bad Cop, da geht der eine rein, brüllt den Vernommenen nieder und dann kommt der Kollege, entschuldigt sich für den Verhalten, bietet den Kaffee an, vielleicht was Leckeres zum Essen, darf eine Zigarette rauchen oder sowas. Ne? Nichts Süßes natürlich, nichts mit Zucker, ne? Ist klar. Aber, und dann wechseln die sich ab. Ne? So, und dann versucht quasi der Gute quasi das Vertrauen des anderen zu gewinnen. Darauf gibt es aber jetzt zwei Probleme. Das erste ist, das wäre gar nicht in Deutschland so erlaubt. Ne? Da gibt es in Deutschland den 136a StPO, die verbotenen Vernehmungsmethoden, da würde das reinfallen. Und man muss auch sagen, es ist auch nicht allzu effektiv, denn es ist relativ einfach, dieses System auszuhebeln, indem ich einfach zum Bösen nett bin und zum Netten gut bin und dann ist es auch erledigt, ne? Wenn ich derjenige bin, der quasi da verhört wird. Also das ist eher unrealistisch. Ein Kreuzverhör funktioniert eigentlich komplett anders. Das funktioniert so, dass ich den Gegenüber kognitiv überfordere. Wir haben ja schon kurz vorher gesprochen darüber, dass es sozusagen beim Lügen immer so kognitive Grenzen gibt. Und wenn ich jetzt jemanden kreuz und quer durch den Sachverhalt vernehme, sozusagen, deswegen auch der Begriff Kreuzverhör, ne? Ich frage kreuz und quer durch den Sachverhalt, dann hat das Problem, der Lügner, er kann sich nicht mehr an ein festes Konstrukt halten. Also das heißt, wenn ich jetzt Lügen vorbereite, dann überlege ich mir, okay, wenn Sie mich jetzt A fragen, sage ich B, und wenn Sie mich B fragen, sage ich C, und wenn Sie mich D fragen, sage ich Y. Ne? Dann muss ich mich an so ein Lügenkonstrukt halten, dass ich sozusagen dann abspule. Ja. In dem Moment, wo Sie mich aber kreuz und quer durch den Sachverhalt fragen, entsteht jetzt folgende Situation. Sage ich die Wahrheit, dann habe ich Bilder im Kopf, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann, die ich jederzeit wieder sozusagen in Erinnerung bringen kann. Überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich eine Lüge konstruieren muss, dann muss ich mich an so einen roten Faden halten. Ne? Und in dem Moment, wo jetzt quasi die beiden Beamten den kreuz und quer durch einen Sachverhalt fragen und das vielleicht über ein, zwei, drei Stunden hinweg, dann kann man sich nicht an dieses Konstrukt mehr halten. Genau, kann man sich nicht daran halten, muss man ständig neu konstruieren. Man kann sich seine ganzen Sachen aber nicht merken, die man alle vorher schon mal gelogen hat. Und es dauert nicht lang, bis man sich in Widersprüche verstrickt hat. Ne? Das ist dann das Problem. Herr Löw, bis hierhin vielen Dank. Wir kommen zu unserem Hallo Hessen Gewinnspiel, meine Damen und Herren. Wenn Sie immer mal so eine Tasse haben wollten, dann jetzt gut aufpassen, denn Sie können die nun gewinnen. Zu kaufen gibt sie nämlich nach wie vor nirgends. Die Frage des Tages lautet heute folgendermaßen. Wo ist sie denn? Ah, hier. Was meint ein Osthesse mit dem Wort Schörch? A. Scheuern. B. Schieben. C. Schleichen. Oder D. Schnarchen. Wenn Sie eine Idee haben, was davon richtig sein könnte, dann mal schnell anrufen unter 0800 627 27 26. Mit ein bisschen Glück kommen Sie durch, kennen die richtige Antwort und gewinnen nach 17 Uhr unsere Hallo Hessen-Tasse, die es nirgendwo zu kaufen gibt. A, B, C oder D? Haben Sie aufgepasst? Haben Sie nicht aufgepasst? Ich werde mich jetzt nicht zu der Sache äußern. Sie werden sich ohne meinen Anwalt zu fragen vorher. Schon mal nicht. Ja, genau. Verstehe. Frau Brüning, was denken Sie?
Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, muss ich gestehen. Oh mein Gott. Scheuern, schieben, schleichen oder schnarchen. Was heißt Schörch? Schwierig. Wir lassen uns überraschen. Ich kann es ehrlich sagen. Ich verrate es jetzt nicht an dieser Stelle. Das werden wir ab 17 Uhr dann lösen. Außerdem essen wir nachher dunkle Schokolade und wir werden zeigen, wie man sie richtig isst, damit man nicht zu viel davon isst. Ja, gerne. Und darüber freue ich mich sehr. Tim Frühling, unser Mann vom Wetter, der natürlich auch kommen wird, der wird uns nachher, den werden Sie verhören. Ja, lassen Sie sich überraschen, das ist eine ganz wilde Geschichte, meine Damen und Herren. Also unbedingt dranbleiben, denn das und vieles mehr gibt es dann nach 17 Uhr. Jetzt gibt es erstmal Hessenschock kompakt, also schnell rüber in unser Nachrichtenstudio zu, wer ist denn da? Ach ja, Martin Wirsing. Ja, da sagst du was, Herr Wirsing. Komm du mir mal unter hier. Herzlich willkommen zurück zu Hallo Hessen. Schön, dass Sie bei uns geblieben sind, denn Tim Frühling ist da. Hi. Moin. Moin. Na? Gute. Fotos gucken. Oh ja, sehr gerne. Wir haben sehr schöne Fotos bekommen, auch heute wieder. Wow. Zum Beispiel von der Sonja Jüngling aus Nidderau. Die hat uns diese Abendstimmung fotografiert. Das war ja am Wochenende nicht ganz einfach, Sonnenstrahlen zu finden, ne? Aber sie hat es tatsächlich geschafft und die haben sich dann auch noch da in dem herrlichen Gewässer gespiegelt. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja, ich habe gerade irgendwie eine Sekunde gebraucht, um mich zu orientieren auf dem Foto. Vor allem, weil wir hier zwei Monitore übereinander haben. Da dachte ich mir so, was ist das? Aber sehr schön. Nee, klasse Foto. Nächstes Bild, das uns erreicht hat, von Holger Temmer aus Bad Vilbel. Das ist der Blick vom Johannisbecken Geisenheim im Rheingau. Und also unfassbare Wolken, ja, oder? Da oben. Das ist schon eine gewisse Dramatik. Und ich finde es ja ganz schön, wenn man so sieht, es sind unterschiedliche Konturen. Also da hinten ist dann vielleicht auch mal ein kleines Sonnenloch. Was ich am allermeisten verabscheue, ist eben dieser komplett graue Himmel, wo so gar keine Kontur zu sehen ist. Wenn das so ist, dann weiß man ja, okay, es könnte sich noch was tun im Laufe des Tages. Vielleicht kommt ja mal für 5 Minuten ein Sonnenloch raus. Deswegen lieber so. Und das hat man eben häufig, wenn es dazu auch recht windig ist, weil dann die Wolken eben schnell wechseln. Und so finde ich es eigentlich dann ganz okay. Absolut. Na? Und das letzte Foto des Tages, und das hat mich dann doch ein wenig verwundert, was uns der Herr Weil aus Oppershofen geschickt hat. 13,8 Grad, schreibt er, und die ersten Bienen bei der Arbeit an den Schneeglöckchen. Tja, das geht los. Ich finde, die Biene guckt in die Kamera, als wüsste sie, dass sie ein Topstar ist. Ja, sie das guckt ist die so. Biene Maya. Ja, hallo, hier die bin ich. Die kennt sich aus. Genau so. Sehr schön. Wir haben auch am Wochenende ganz viel für unser Hessenwetter. Wahnsinnig viele Krokuswiesen geschickt bekommen, konnte ich gar nicht alles zeigen. Aber das ist jetzt gerade überall schon am Sprießen, ja. Also erste Frühlingsvorbote, aber so ganz klappt das leider noch nicht, ne? Mehr Fotos, wir würden uns sehr freuen, meine Damen und Herren, wenn Sie uns die auf unserer Internetseite hochladen würden, www.hallohessen.hrde. 13,8 Grad hat der Herr Weil uns geschrieben, hatte der am Wochenende. Das ist ganz schön mild geworden, kann das sein? 14,0 war der höchste Wert, den wir in Geisenheim im Rheingau gemessen haben, tatsächlich am Sonntag. Das war wirklich sehr mild. Leider wird es so nicht bleiben. Also wir haben mit den Temperaturen wirklich so eine richtige Achterbahnfahrt vor uns. Aber das Wochenende zumindest, wenn es auch so nass und windig und eigentlich relativ ungemütlich war, kalt war es zumindest nicht. Mhm. Windig, richtiges Stichwort, hat ja ganz schön gefegt am Wochenende. Mhm. Was war das Härteste, was ihr gemessen habt? War gar nicht so schlimm mit den Sturmböen. Also es waren so 70, 80 km/h ungefähr, aber das kann bei einem Wintersturm schon mal passieren. Bedeutender waren tatsächlich die Regenmengen, die teilweise runtergekommen sind. Bärfelden im Odenwald zum Beispiel, 42 Liter auf den Quadratmeter. Dazu muss man wissen, dass im normalen Februar um die 80 84 Liter überhaupt fallen. Das heißt also, wir haben innerhalb von 36 Stunden fast die Hälfte der Regenmenge vom ganzen Monat gehabt. Und ich meine, die Erde, die Böden sind ohnehin gesättigt. Ja? Die nehmen schon nichts mehr auf. Und deswegen müssen wir auch damit rechnen, dass vielleicht noch ein bisschen die Flüsse ansteigen können. Also Hochwasser ist so ein kleines Thema auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Was macht ihr heute Abend bei Alle Wetter? Ja, auch da Stichwort auch Hochwasser. Wir gucken mal, was da noch auf uns zukommt, welche Flüsse vielleicht tatsächlich über die Pegel steigen könnten. Und wir informieren uns, wie im Winter eigentlich der öffentliche Personennahverkehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in Frankfurt, als es mal so richtig kalt gewesen ist, da mussten dann die ganz alten Straßenbahnen wieder zum Einsatz kommen, weil nur die mit dem Stromabnehmer irgendwie oben an der Stromschiene sozusagen das Eis weggefetzt haben. Und dann auch Strom bekommen haben. Genau. Da fragen wir heute mal beim RMV nach, wie bereiten die sich eigentlich auf so einen Winter vor? Spannendes Thema heute Abend um 19.15 Uhr bei den Kollegen von Alle Wetter. Mehr Tim Frühling um 19.30 Uhr in der Hessenschau. Morgen bei uns und jetzt gleich bei uns in der Sendung, denn du wirst verhört. Ja. Aber dazu kommen wir in ein paar Minuten. Ich bin gespannt. Vorher freue ich mich sehr auf die Frau Schütze, die ist am Telefon. Guten Tag, Frau Schütze. Guten Tag, Herr Kölker. Ich grüße Sie ganz schön. Und dann grüße ich auch noch die Frau Kirschner, die ist nämlich auch am Telefon. Ja, hallo, guten Abend, Herr Kölker. Das ist schön, dass Sie alle beisammen sind.
Das ist klasse. Wir haben uns Folgendes überlegt. Das mit den Hallo-Hessen-Tassen, das ist ja ein bisschen leicht irgendwie. Weil wir hatten das Gefühl, bei jedem Hallo-Hessen-Gewinnspiel werden wir auch eine Hallo-Hessen-Tasse los. Das soll im Prinzip auch so bleiben. Aber um es ein bisschen spannender zu machen, haben wir jetzt immer ein, wie soll ich sagen, ein Zuschauerduell bei uns in der Sendung. Der eine und der andere und zwei verschiedene Meinungen und nur eine kann gewinnen. Haben Sie verstanden? Ja. Gut. Wie war das Wochenende? Hier in Gundernhausen, sehr schön. Hat geregnet. Sehr regnerisch und windig, aber heute war es dafür sehr schön. Verstehe. Und war das jetzt die Frau Schütze oder Frau Kirschner? Ich bin durcheinander. Das war die Frau Kirschner. Das war die Frau Kirschner. Und bei Ihnen, Frau Schütze? War sehr windig und regnerisch. Ah, okay. Also, da also auch heute. Eigentlich wurscht. Die eine kommt, glaube ich, aus Fulda, gell? Richtig. Die Frau Schütze? Ja. Und die Frau Kirschner kommt aus? Rostov aus Gundernhausen bei Darmstadt. Sehr schön. Ja, das könnte ja sein, dass die Frau Schütze da einen kleinen regionalen Vorteil hat. Wir schauen uns mal die Frage an, ja? So, die lautet ja folgendermaßen: Was meint ein Osthesse mit dem Wort Schörch? A. Steuern, B. Schieben, C. Schleichen oder D. Schnarren? Frau Kirschner aus Rostov bei Darmstadt, antworten Sie doch mal als Erste, bitte. Ich würde sagen C. Schleichen. Schleichen. Okay. Und ich würde sagen B. Schieben. Frau Schütze sagt B. Schieben. Frau Schütze, Sie kommen aus Osthessen, aus Fulda, von daher könnte es sein, dass Sie es mir erklären können. Schörch einen Wagen oder schiebe einen Wagen. Das sagt man halt bei Ihnen so. Das sagt man bei uns so. Mhm. Also das kommt vom Wort schürgen. Ja, das ist abgeleitet vom Wort schürgen und das bedeutet stoßen, treiben oder schieben. Schieben. Von daher, liebe Frau Kirschner, Pech gehabt. Beim nächsten Pech Mal. Gehabt. Das tut mir ja sehr leid. Ich hätte mich ja riesig auf diese Tasse gefreut. Aber naja, vielleicht das nächste Mal. Ich hätte Ihnen auch riesig gerne so eine Tasse überlassen. Aber beim nächsten Mal klappt das dann auch. Ich hoffe, Herr Kölge. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Und Frau Schütze, herzlichen Glückwunsch. Die gehört Ihnen. Die geht ganz schnell nach Fulda. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Und die nächste Chance auf unsere Hallo-Hessen-Tasse dann morgen hier bei uns in der Sendung. Bei uns ist auch Marco Löw. Nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie Hallo. Bei uns sind. Ehemaliger Kriminalbeamter und vor allem Verhörexperte. Mehr als 5000 Verhöre haben Sie vorgenommen. Richtig, ja. Was erlebt man da alles so? Ja, da erlebt man alles, was es so gibt, ne? Vom Lügner, der sich nach 5 Sekunden schon in Widersprüche verstrickt, bis hin zum Superschlauen. Bis hin zum Arroganten, bis hin zu jemandem, der ein Geständnis ablegt, bevor man angefangen hat zu befragen. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ne? Sie haben, was es nämlich auch gibt, eine eigene Methodik entwickelt zur Überführung und Entlarvung von Lügen. Genau. Worauf basiert diese Methodik? Ja, diese Methodik basiert darauf, dass man quasi das Gegenüber auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen wahrnimmt. Nicht nur im Bereich der Körpersprache, sondern zum Beispiel auch im Bereich, was sagt er beispielsweise, was sagt er nicht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind die kognitiven Problemstellungen eines Lügners. Also das heißt, die Problemstellungen, die mit den Denkprozessen in Zusammenhang stehen. Also jeder Mensch kann sich nur begrenzt Dinge merken. Jeder Mensch braucht zum Konstruieren einer falschen Aussage längere Zeit zum Durchdenken der Lüge, als wenn er die Wahrheit aus dem Gedächtnis abruft. Jeder Mensch ist beispielsweise, wenn er jetzt sich in einer Lügensituation befindet, mit dem Problem konfrontiert, dass er sich ein Konstrukt halten muss, um nichts zu verwechseln und sowas. Ne? Da gibt es also eine ganz, ganz große Reihe von solchen kognitiven Problemstellungen. Und ich habe das also festgestellt im Laufe dieser Tausenden von Verhören, dass es genau 102 solche Indikatoren gibt. Und das wird eigentlich in meinem System, was ich auch in meinen Büchern beschreibe, eigentlich dann abgeprüft. Ne? Wo Sie es gerade sagen, das ist Ihr Buch, Du machst mir nichts vor. Da steht das alles sehr interessant, sehr spannend aufgelistet drin. Also das Problem ist nur, finde ich ja, wenn man das Buch gelesen hat, dann kann einem ja nichts mehr passieren, oder? Dann kann man doch nicht mehr überführt werden. Da stehen doch alle Tricks letzten Endes drin. Ja, man kann trotzdem überführt werden. Auch ich könnte überführt werden. Denn letzten Endes ist es so, auch wenn ich mich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema beschäftige, ist es doch so, dass die Problemstellungen, die der Lügner hat, auch ich hätte, wenn ich lüge. Auch ich kann nur beispielsweise mir begrenzt Dinge merken. Ne? Auch ich brauche zum Konstruieren eine Lüge längere Zeit, als wenn ich die Wahrheit aus dem Gedächtnis abrufe. Ne? Also das heißt, diese Problemstellungen, die der Lügner hat, die habe ich genauso. Ne? Insofern kann auch jeder, der mein Buch liest, quasi mich genauso überführen wie ich ihn. Ne? Denn mein Gehirn ist auch nicht besser als das der anderen. Ne? Gab es mal Fälle, wo Ihnen die Leute wirklich gut was vorgemacht haben, wo Sie die Lüge nicht entlarven haben können
obwohl es nachher dann rauskam und da haben Sie sich geärgert? Ja, das ist am Anfang eben passiert. Ne? Ich habe halt am Anfang mir alles Wissen angeeignet, was es in Polizeikreisen halt so anzueignen gab. Und das sind aber dann eher, sage ich mal, aus meiner Wahrnehmung heraus Methoden gewesen. Und ich habe eben ein System entwickelt. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Eine Methode ist, sozusagen nach meinem Dafürhalten, eine Vorgehensweise, die in der Vergangenheit öfters funktioniert als nicht funktioniert. Aber ein System ist ein geschlossener Kreislauf, mit dem man sozusagen quasi systematisch von A bis Z alles durchprüfen kann. Und ich habe am Anfang eben immer wieder festgestellt, dass ich nicht so weit komme und nicht so erfolgreich bin, wie ich mir das eben vorgestellt hätte. Und dann habe ich eben angefangen, diese einzelnen Vernehmungen immer zu analysieren und immer geschaut habe, wenn ich denjenigen überführt habe, wenn ich ein Geständnis bekommen habe, woran lag es, mit welchen Techniken habe ich das geschafft, bei welchen Fragen ist er eingeknickt. Andererseits bin ich belogen worden, bei welchen Punkten hat er mich angelogen, warum habe ich das eben nicht erkannt und so weiter und so fort. Und das habe ich eben über viele, viele Jahre hinweg immer wieder eben durchprobiert. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt einmal die 220 Arbeitstage ansetzt, die das Finanzamt einem ja zugesteht als Arbeitstage, ne? Und Sie führen am Tag, sage ich mal, 4-5 Verhöre, was relativ normal ist, denn es gibt ja Fälle, da haben Sie schon in einem Fall 20 Beschuldigte und 30-40 Zeugen, ne? Dann kommen Sie logischerweise auf über 1000 Verhöre pro Jahr. Ne? Und das, wenn Sie ein paar Jahre machen, dann haben Sie halt im Laufe von wenigen Jahren schon ein paar tausend Verhöre zusammen. Und irgendwann stellen Sie fest, so war es dann eben zumindest bei mir, dass von diesen Indikatoren keine neuen dazukommen und dass die Quote, wo ich falsch gelegen bin, immer geringer geworden ist. Ne? Und insofern hat sich dann daraus mein System eben entwickelt. Jetzt sitzt hier der Kollege Tim Frühling neben uns. Genau. Ja, der wird, glaube ich, auch langsam nervös. Ja, ja. Weil Tim soll, das darf ich an dieser Stelle sagen, nachher lügen. Tim soll das nicht alleine machen, sondern wir bitten jetzt noch eine Kollegin aus unserer Redaktion zu uns. Das ist nämlich die Katrin Mund. Hallo Katrin, komm mal schnell zu uns. Katrin hat auch Hallo, ein bisschen gesagt, freut mich. Schiss in der Buchs, oder? Ein bisschen schon, um ehrlich zu sein. Bitte schön. Also, Herr Löw. Was haben Sie mit den beiden jetzt vor? Was sollen die machen? Genau, wir werden jetzt einen echten Fall nachspielen, der sich wirklich so ereignet hat. Es ist natürlich so, normalerweise hat es die Kriminalpolizei, wenn sie natürlich jetzt jemanden verhört, natürlich fast unbegrenzt Zeit. Ne? Ob das Verhör jetzt 3 Stunden dauert oder 3 Minuten, das ist quasi egal. Wir haben natürlich jetzt nur ganz wenig Zeit. Wir werden aber trotzdem versuchen, mal zu schauen, ob es funktioniert, normal schon. Hintergrund ist folgender. Wir gehen davon aus, Sie beide sind Arbeitskollegen. Und Sie brauchen jetzt auf die Schnelle ein falsches Alibi, ne? Und zwar für den gestrigen Tag. In Wirklichkeit haben Sie was ausgefressen an dem Tag. Ne? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Das ist das Wichtigste. Ja, also das muss ich wissen. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ja, irgendwas Schlimmes. Zum Beispiel, er hat ganz viel Schokolade gegessen oder sowas. Ne? Ja, wirklich. Also er hat auf jeden Fall irgendwas Schlimmes gemacht. Ja, was immer, das kann also jeder seiner Fantasie entnehmen dann. Und jetzt braucht er auf jeden Fall ein falsches Alibi dafür. Und seine Kollegin, die sowieso schon längere Zeit ein Auge auf ihn geworfen hat, da denkt er sich, naja, vielleicht kann ich die über einen Gefallen bitten. Ne? Und jetzt erzählen sie die Polizei hat mich jetzt vorgeladen, von heute auf morgen. Ich werde der Verdächtige, was gemacht zu haben. Ich bin völlig unschuldig, aber ich habe irgendwie Schiss und so. Und nicht, dass die mir irgendwie vielleicht was unterstellen. Und könntest du nicht einfach sagen, ich war gestern bei dir zwischen 19 und 21 Uhr und wir haben gemeinsam Abend gegessen und du hast mich zum Essen eingeladen. Ne? Und jetzt sollen die beiden sich quasi absprechen. Wie das gestern Abend so gewesen ist, wie der Abend so verlaufen ist. Und später, wenn ich Sie beide befrage, dann erzählen Sie mir beide die gleiche Story. Das heißt, Sie sagen, Sie waren gestern von 19 bis 21 Uhr bei ihr daheim beim Essen. Ja. Und Sie bestätigen das quasi. Ne? Okay. Genau. Und jetzt schauen wir einfach mal nachher, ob es möglich ist, dass wir da die Wahrheit dahinter ans Licht bringen oder eben nicht. Ne? Normalerweise, wie gesagt, hat man da entsprechend viel Zeit dafür, aber wir versuchen es jetzt mal ein paar Minuten hinzukriegen. Und schauen wir mal, wie das Ganze verläuft. Okay. Jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie sich absprechen. Ja. Und dann würde ich Sie nachher quasi wie bei Herzblatt einzeln zueinander befragen. Oh ja, genau. Geht doch mal in die hinterste Ecke vom Studio, okay, wir. Wo wir euch nicht hören können. Am besten Vorstudio, wir kriegen garantiert nichts mit. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Gut. Alles klar. Katrin, Tim, bis später. Spannend. Rücken Sie ruhig ein bisschen wieder auf. Okay. So, wir gucken jetzt mal, dass die beiden auch tatsächlich gehen. Bevor ich zu den beiden was frage, Ihre Faszination für den Beruf des Kriminalkommissars, worauf beruhte die? Haben Sie viele Krimis auch als Kind schon geguckt? Ja, also mein Lieblingskrimi war ja eigentlich immer der Schimanski. Ne? Ja. Also die alten Schimanskis. Und das wäre eigentlich immer meine Traumdienststelle gewesen. Und zwar aus 2 Gründen. Der Schimanski, der war immer für alles zuständig, was spannend war.
Also das heißt, er hat heute im Rotlichtmilieu ermittelt, morgen hat er Todesfälle aufgedeckt, übermorgen hat er Drogenkartelle sozusagen gesprengt. Er hat also immer da Autoschieberbanden, immer das, was spannend war, da gemacht. Er hat das nicht, wie es in Wirklichkeit ist, eine feste Zuständigkeit gehabt, sondern immer das, was interessant war, das war sein Fall. Und er hat auch nie was geschrieben, ne? Oder haben Sie hier einen Schimanski gesehen, wo er irgendwelche Schreibarbeiten gemacht hätte? Da hat er den Tanner gehabt, der musste das machen. Genau, den Tanner gehabt. Der ist eigentlich nur hingegangen, hat blöd hergeredet, irgendjemanden eine auf die 12 gehauen und letzten Endes den Fall in eineinhalb Stunden geklärt. So, ich gucke mal gerade um und sehe die beiden nirgendwo mehr. Die haben sich hier tatsächlich verkrümelt. Jetzt sagen Sie mir mal bitte ganz kurz, wie gehen Sie da hervor, wenn Sie die beiden getrennt voneinander befragen werden? Jetzt werden wir eben auf diese kognitiven Problemstellungen, die ich vorher angesprochen habe, abzielen. Und es ist so, die beiden sprechen sich jetzt ab, ne? Wenn ich jetzt den Kernsachverhalt frage, also was gab es zum Essen und vielleicht auch, wie war die Adresse, wo sie wohnt und sowas, das werden sie garantiert schon besprochen haben, da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht viel gewinnen können. Also werde ich jetzt versuchen, Nebensächlichkeiten abzufragen. Details aber. Details abzufragen, auf die sie jetzt nicht vorbereitet haben können. Ich werde zum Beispiel jetzt Fragen stellen, wie beispielsweise, wenn die jetzt, sagen wir mal, Fernsehen geschaut haben, ne? Auf welchem Sofa sind die gesessen? Ne? Dann, wenn ich 3 Stunden am Sofa gesessen bin, wie zum Beispiel jetzt hier, habe ich jetzt ein graues Sofa, dann muss ich wissen, was grau, grün, gelb oder sonst was. Ne? Verstehe. Und jetzt gibt es theoretisch gesehen 500 oder 1000 verschiedene Möglichkeiten, was ich die fragen könnte. Die können Sie jetzt gar nicht alle durchsprechen. Aber selbst wenn Sie sich alle denkbaren Fragen durchsprechen, wenn ich Ihnen vorher einen Katalog gebe und sage, pass auf, es gibt theoretisch 1000 Fragen, die ich euch stellen könnte, hier sind die 1000 Fragen, ihr könnt es eine Woche lang die Fragen auswendig lernen, dann kommt eben der Hermann Ebbinghaus ins Spiel, dieser berühmte Gedächtnispsychologe, der festgestellt hat, dass man nach einer Stunde, nach 2 Stunden schon sehr, sehr viel vergisst, dass man nach einer halben Stunde bereits 50% der neuen Informationen vergessen hat. Das heißt, selbst wenn die sich jetzt 500 oder 1000 Fragen absprechen würden, können Sie sich nicht alles merken. Also und wir achten nachher bei Ihrem Verhör auf die Details. Genau. Und sind mal gespannt, ob Katrin und Tim die dann auch alle tatsächlich abgesprochen haben sollten. Wir geben denen noch ein paar Minütchen, 2, 3 genau, Minütchen genau. Und schauen uns in der Zwischenzeit was ganz Spannendes an. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, woran kann man Lügen noch so entlarven und woran kann man die noch sehen. Haben festgestellt, das ist die Mimik zum einen, die Gestik natürlich, auch bestimmte Redewendungen. Und was es noch alles gibt, meine Damen und Herren, das können wir Ihnen im folgenden Film mal zeigen. Das haben wir nämlich mal für Sie zusammengefasst. Ich habe Sie nicht getroffen, wirklich. Lügen haben kurze Beine. Schön, sieht gut aus. Und Lügen lassen die Nase wachsen. Jedenfalls bei Pinocchio. Kann man jemandem wirklich an der Nase ansehen, ob er flunkert? Kann die Körpersprache einen Lügner verraten? Nun, Lügen ist stressig. Mimik und Gestik lassen sich dabei kaum steuern. Und die machen 80% der Kommunikation aus. Alleine über unterschiedliche Mimik haben Forscher aus Österreich und den USA mehr als 10.000 Gesichtsausdrücke ausgemacht. Und die können Lügner entlarven? Wissenschaftler aus Chicago und Illinois behaupten, dass wie bei Pinocchio die Nase den Lügner verrät. Stresshormone beim Flunkern verstärken den Blutfluss. Resultat, sie schwillt an und der Lügner muss sich immer wieder die juckende Nase reiben. Stimmt es denn, dass Lügner dem Blick des anderen nicht standhalten können? Überraschenderweise ist eher das Gegenteil der Fall. Aus einem einfachen Grund. Viele denken, Schwindler könnten den Blick des Angelogenen nicht aushalten. Deshalb sehen manche Lügner dem anderen besonders intensiv in die Augen. Lügen ist ja purer Stress. Wird der Lügner dadurch fahrig und zappelig? Nein. Nach den Ergebnissen einer Metastudie von Lügenforschern aus Gießen verhält er sich eher wie eingefroren. Seine Bewegungen erstarren. Er lächelt seltener, nickt weniger mit dem Kopf. Und Hände und Finger sowie Beine und Füße werden weniger häufig bewegt. Vor allem braucht er länger, um seine Lüge zu formulieren. Antwortet also etwas langsamer. Dabei wird die Stimme tendenziell höher. Hohe Stimme, langsames Bewegen und Sprechen und schon ist der Lügner ertappt. Jetzt sagen Sie schon, wo waren Sie am 4.2.? Leider nicht. Viele dieser Signale treten auch dann auf, wenn jemand bloß unter Verdacht steht. Will man der Wahrheit auf die Spur kommen, sollte man deshalb darauf achten, ob der andere seine Geschichte detailliert erzählen und ob er in ihr zeitlich hin und her springen kann. Klar, nur wer wirklich was erlebt hat, kann davon ausführlich berichten. Sonst noch einen Tipp? Ja, eine britische Studie besagt, dass die Chance, eine Lüge zu erkennen, höher ist, wenn man selbst mies drauf ist. Die Trefferquote lag dann bei satten 81%.
Ein menschlicher Lügendetektor wird man also mit dem gewissen Körpersprache-Know-how, ein paar analytischen Fragen und richtig schlechter Laune. Ich hab dich durchschaut, Schatzelein. Herr Löw, wie war das bei Ihnen? Wenn Sie schlechte Laune hatten, hatten Sie ja auch eine höhere Trefferquote? Ich habe nie schlechte Laune, das ist mein Problem. Ne? Demnach, nach dieser britischen Studie, die da gerade beschrieben wurde, ne? Hätten Sie nie jemanden überführen können. Ich weiß schon, ja. Deswegen musste ich mein System entwickeln. Ne? Wenn ich öfters schlechte Laune gehabt hätte, dann hätte das vielleicht auch so gerecht. So, wir kommen zu unserem Kommissarspiel. Vor uns sitzt der Delinquent, der vermeintliche, ja. Der beschuldigte Tim F. aus F. Jawohl. Legen Sie mal los, ich bin sehr gespannt. Okay, Herr Frühling, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen. Es geht darum, was Sie gestern Abend zwischen 19 und 21 Uhr gemacht hätten. Das würde ich jetzt gerne noch mal von Ihnen wissen. Ja, ich war gestern Abend bei meiner Kollegin Katrin eingeladen. Bei der Katrin, was haben Sie da gemacht? Wir haben was zusammen gegessen. Also es ging im Prinzip auch übers Essen, haben wir auch zu der Einladung gefunden, weil sie diese Rezepte von Attila Hildmann so interessant findet. Aha. Diese veganen Sachen. Und da sagte sie, sie würde mal vegan was kochen. Ich sagte, ja, wenn du das kannst, dann... Verstehe schon. Ja. Also Sie waren bei ihr daheim und waren beim Essen eingeladen? Genau, richtig, ja. Aha. Sagen Sie, wo wohnt die denn? Die wohnt in Frankfurt-Eckenheim. In Frankfurt-Eckenheim. Mhm. Aha. Und wie sind Sie da hingekommen? Im Auto, mit dem Bus? Zu Fuß. Zu Fuß sind Sie da hingekommen. Und wenn man da hinkommt, wohnt ihr jetzt in einem Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Ja, das ist ein Einfamilienhaus, das ist mehr oder weniger so im Hinterhof. Geht man drauf zu, das ist Bordeaux-Rot. Mhm. Wo wir gesessen haben, die Küche und das Wohnzimmer, das geht so, oder mit dem Esszimmer, das geht so ineinander über, 3 Stufen hoch. Mhm. Hausnummer ist 20. Mhm. Ja, links geht es dann wohl Keller oder so. Und in welchem Stockwert wohnt ihr da? Nee, das ist mehr oder weniger im Erdgeschoss, also ein bisschen erhöht eben. Ja. Im Erdgeschoss wohnt ihr. Aha. Und was haben Sie da gemacht den ganzen Abend? Naja, wir haben dann was gegessen. Also sie war noch nicht ganz fertig, als ich kam. Ich hatte den Wein mitgebracht. Sie war dann eben noch am Herd mehr oder weniger. Ich habe dann erstmal entkorkt und schön eingedeckt hatte sie. Und ja, dann haben wir zuerst ein bisschen über die Kollegen im Prinzip geplaudert. Mhm. Daher kennen wir uns ja. Dann eben über diese Rezepte, über das vegane Zeug. Und dann gab es das Essen wirklich erstaunlich gut, ja. Ja, also ja. Da haben Sie gegessen dann. Ja, ja, klar. Haben Sie sonst noch was gemacht dann? Also naja. Gegessen? Ich hatte nicht so viel Zeit, ich musste um 21 Uhr wieder los. Meine Oma. Sie werden ja nicht 3 Stunden gegessen haben, sage ich mal. Ne? Nee, 2 Stunden sind es. 2 Stunden. Was haben Sie die andere Stunde? Was haben Sie da gemacht? Vielleicht? Naja, dann haben wir noch ein bisschen weiter geplaudert. Sie hatte mich über meinen Job dann ein bisschen ausgefragt. Wir sehen uns im HR nicht so oft. Naja, sie klar. Sagte, wie geht's in der Wetterredaktion? Da waren Sie wahrscheinlich im Wohnzimmer vermutlich, oder? Nee, das war weiterhin am Esstisch. Am Esstisch war das, okay. Und der Esstisch, wie schaut der aus, der Esstisch? Das ist ein langer Esstisch. 6 Plätze waren es insgesamt. Rechts und links, die blieben frei. Wir saßen mittig. Kerze, sie hatte rote Tulpen gekauft. Und bei dem Esstisch, ist es ein Glastisch, ein Holztisch? Nee, ist ein Holztisch, so ein massiver. Ist ein bisschen so ein bisschen mediterran bei ihr alles eingerichtet. Wie ist denn überhaupt die Wohnung eingerichtet, ganz generell? Ja, also sehr gemütlich, sehr eben so ein bisschen, könnte man sich vorstellen, Italien, Spanien, wäre das irgendwo, die ganzen Töpfe hängen so über der Küche drüber. Und die Wohnung selber, wenn man da reingeht vom Eingang her, wenn Sie es mir einfach mal so machen, wenn Sie jetzt da reingehen, ne? Ja. Sie mir einfach mal aufzeichnen, wie die Wohnung ausschaut. Ja. So vom kurzen also, Grundriss. Ich komme im Prinzip hier über den Hof, also die Engelthaler Straße ist hier vorne, ja, mehr oder weniger. Dann sieht man, also sie kann von hier aus dann schon sehen, wer über den Hof reinkommt. Mhm. Und dann geht es eben hier so ein paar Treppen hoch. Wie gesagt, hier geht es runter. Und dann ist hier der Tisch und hier hinten die Küche und so. Ja gut, die anderen Räume habe ich jetzt nicht gesehen. Ich war während der 2 Stunden nicht auf Toilette. Also, der Gang, wie läuft der Gang, wenn man reingeht zur Tür? Wie ist der Gang? Der Gang? Hier unten ist ein kleiner Flur, würde ich sagen, aus der Erinnerung. Wo ist die Tür? Die ist hier. Genau, und dann geht man den Gang geradeaus? Geradeaus. Die Küche ist dann rechts. Die 3 Stufen und die, genau, diese und ganze... an dieser Stelle muss ich mal eingreifen. Ich bin jetzt derjenige, der ein bisschen auf die Zeit achten muss, oder nicht? Ich merke, Sie fragen sehr detailliert und Sie könnten wahrscheinlich noch detaillierter fragen, wenn wir Ihnen noch mehr Zeit lassen würden, aber der arme Tim, der schwitzt schon, der hat schon Panik. Okay, alles klar. Deswegen würde ich vorschlagen, die Kollegen holen mal die Kollegin Katrin Mund, die setzen wir dann hier zu und dann schauen wir mal, ob die Angaben auf die Art und Weise auch bestätigen kann. Okay, alles klar. Wie hast du dich gefühlt gerade? Ja, es geht halt schon sehr schnell und ein bisschen mit Druck, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt freundlich. Also ja, jetzt nicht unfreundlich, aber schon so zack, zack, zack. Und dann muss man natürlich die Sachen, die man gerade abgesprochen hat, auch gut abrufen. Oh, die Katrin kommt da hinten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Setz dich doch mit der Katrin. Es ist alles nicht schlimm, gell? Okay? Es ist nur ein Spiel. Ich weiß Bescheid. Schokolade essen. Also nichts Schlimmes. Ja. Schlimmeres hast du nicht getan. Nein, naja, nein, noch nie. So. Okay, wie haben Sie denn gestern den Abend verbracht?
Ja, ich war bei mir zu Hause und habe mich natürlich sehr gefreut, weil der Kollege Tim Frühling, der gefällt mir schon länger. Ich finde ihn so ganz attraktiv. Und es gab jetzt endlich die Möglichkeit, weil ich im Moment, es ist ja Fastenzeit und ich mache jetzt im Moment veganes Fasten bis Ostern. Und da haben wir uns irgendwie mal im Vorfeld irgendwie unterhalten über veganes Essen. Ach, und dann ging es darum, dass er sagt, schmeckt das denn und so. Und ich sage, ja, ja. Und irgendwie kamen wir darauf, dass es doch eine Möglichkeit ist. Er kann es gerne mal ausprobieren und so. Okay. Kam es zu dieser Essenseinladung und dann habe ich ihn zum Essen eingeladen und er war gestern beim, zum Essen bei mir. Das hat er mir schon erzählt, dass Sie so eine tolle Wohnung haben. Ne? Er war ganz begeistert von der Wohnung. Da habe ich gedacht, wenn die so toll ist, die Wohnung, da würde es mich einfach mal interessieren, wie es bei Ihnen so in der Wohnung ausschaut. Ne? Ja. Zum Beispiel... Ihre Küche, wie ist die gelegen, wenn man reingeht bei Ihnen im Eingang? Ist die rechte Hand oder linke Hand? Also die ist so linke Hand und ich wohne in so einem Hinterhaus. Mhm. Das Haus ist bordeaux-rot und man kommt durch so eine Hofeinfahrt rein. Mhm. Und von meiner Küche kann ich auch auf die Toreinfahrt schon gucken. Ja? Mhm. Also ich war am Anfang, als er kam, war ich irgendwie noch am Kochen. Ja. Und da sah ich aber schon, wie er so kam. Und was haben Sie da gekocht genau? Gemüselasagne, vegan, à la Attila Hildmann. Ah, okay. Sagen Sie... wie ist denn Ihre Wohnung gelegen? Ist es im ersten Stock, im dritten Stock? Oder? Ja, Erdgeschoss. So. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Bungalow im Prinzip. Also man kommt rein, drei Stufen hoch, drei Stufen runter und die Küche ist eben drei Stufen hoch. Okay. Wie dieser Esstisch, was haben Sie da für einen Esstisch? So ein braun, dunkelbraunen Holztisch, ziemlich lang, vielleicht so 2 Meter. Rustikal mehr so, so ein bisschen mediterran alles. Okay. Und Ihre Wohnung ist im Erdgeschoss gelegen, sagen Sie? Mhm. Okay. Ja, also wie gesagt, ne, es ist so, man kommt rein, drei Stufen hoch, drei Stufen runter, also Hochparterre, wenn Sie so wollen. Okay. Was hat er denn angehabt, wo er gestern da war? So ein kariertes Hemd. Kariertes Hemd? Ja. Das drückt er öfters, oder? Kariertes Hemd. Also jetzt hat er hier so ein rot kariertes an, gestern war es blau kariert. Was haben Sie gestern angehabt? Ein Kleid. Ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid? Ja. Und da haben Sie sich nicht mal umgezogen jetzt fürs Ganze. Ja, haben Sie derzeit das Gleiche an? Naja, also es war nicht genau das Gleiche. Es war ein blaues Kleid, aber es war jetzt nicht in diesem Blau, okay. Es war eher dunkelblau. Ja, so. Alles klar. So, was würden Sie denn jetzt sagen, Herr Löw? Die beiden haben sich ganz gut abgesprochen, hatte ich das Gefühl. Die haben sich ganz gut abgesprochen. Wir haben natürlich jetzt noch sehr wenig Zeit gehabt. In einem Punkt haben wir schon eine Abweichung, nämlich die Küche hat gesagt, ist rechts und sie sagt, die ist links. Ne? Ansonsten, die anderen Sachen, die passen halbwegs. Man hätte es eher sogar noch ein bisschen näher hinterfragen müssen bei der ganzen Sache. Es ist ja zu Fuß gekommen. Ja, wenn er jetzt mit dem Auto gefahren wäre, hätte ich noch gefragt, was für Parkplätze. Das mit dem Kleid zum Beispiel, habe ich gemerkt, das haben Sie nicht abgesprochen gehabt, gell, was Sie angehabt haben. Wäre nicht abgesprochen gewesen. Doch, wir hatten es abgesprochen. Nur ich dachte jetzt plötzlich so, wir hatten eigentlich gesagt, ich hatte ein blaues Kleid. Und wir haben uns einfach so orientiert, wie wir jetzt aussehen. Mhm. Aber Sie hatten mich ja nicht gefragt, nach dem, was Sie anhatten. Ich weiß schon, ja, genau. Ja. Das war jetzt mein Glück, weil eigentlich hatten wir abgesprochen, dass ich sage, rote kariertes Hemd. Mit anderen Worten, ihr seid überführt. Ja. Wurst es sich ja, das noch ihr nicht. Ihr habt doch was wegen der Küche. Ja, wenn, okay, wir also länger, wenn wir jetzt noch länger gefragt hätten, dann wäre vorbei. Jetzt wäre noch nicht Alibi zusammengebrochen. Ich sage mir ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das gezeigt haben. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Gerne. Und ihr seid in Ehren entlassen. Sehen wir uns heute Abend auf eine vegane Lasagne. Ja. Küche links. Also bleibt ruhig noch eine Sekunde sitzen. Wir sehen uns nachher wieder, Herr Löw. Bleiben Sie auch ruhig sitzen. Machen vorher aber einen Themenwechsel, meine Damen und Herren. Wir wollen über Ernährung sprechen, über zu zuckerreiche Ernährung mit Kirsten Brüning. Nochmal ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Ernährungswissenschaftlerin, Expertin, Beraterin aus Frankfurt. Ja. Ich habe gehört, Zucker kann tatsächlich süchtig machen. Stimmt das? Ja, also ich will mal so dieses Bild aufmachen. Der neueste Trend in Richtung Essverhalten ist es, mobil zu essen. Also unterwegs, wenn man zur Arbeit geht, genau. Zum Beispiel. Also wenn ich mir jetzt überlege, gerade Arbeit passt ganz gut, Hauptbahnhof Frankfurt. Was finden wir da? Bäckereien. Bäckereien, Croissantstand, gibt noch so einen kleinen Spar-Imbiss, sowas in der Art. Also es gibt überall kleine Imbisse direkt vor der Plattform. Und ich kenne das noch von früher, also ich komme auf den Hauptbahnhof zu und rieche schon die Croissants. Ja. So, diese mobilen Esser, die essen wirklich zwischendurch mal einen Schokoriegel, mal so gerade, was man eben mal so mitnehmen kann. Ich finde, die Croissants passen sehr gut. Ja. Und zum Thema versteckte Energie, vor allem versteckte Zucker, über das wir uns unterhalten. Hätten Sie gedacht, dass so ein Croissant schon 10 Gramm Zucker enthält?
Ist so. Nee, also 10% zumindest, ja. Und klassischerweise, was isst man zu so einem Croissant? Entweder ist da schon eine Nougat-Füllung drin oder eben vielleicht noch mal ein, zwei Teelöffelchen Marmelade. Ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Es gibt noch andere, noch Schokoladenaufstriche, die man theoretisch drauf tun könnte. Mhm. Und schon sind wir bei 15, 16 Gramm Zucker. Nicht gut. Gibt es Alternativen, wenn ich schon mobil esse, was dann einfach angebracht ist, weil es weniger Zucker hat, weniger Fett im Zweifelsfall auch? Also wenn wir jetzt mal wirklich auf die Qualität gehen möchten, haben wir hier schon einiges ausgestellt. Das Thema Obst und Gemüse, natürliche Süße mal zu wählen. Ich könnte diese Obstsorten zum Beispiel auch mal mit dem Joghurt mischen oder eben Joghurt essen oder halt so meinetwegen auch eine Buttermilch mal trinken und ein bisschen Obst dazu essen. Das wäre eine Möglichkeit. Beim Gemüse werde ich auf jeden Fall satt und habe relativ wenig an Kohlenhydraten insgesamt drin. Das sind mal so Snackmöglichkeiten, die sind zwar fettreicher, aber jetzt kommt das große Ding. So ein Croissant mit Marmelade macht mich nicht besonders satt. Aber die Fette und eben auch die Ballaststoffe, wie jetzt beispielsweise in dem nett zubereiteten kleinen Wrap mit den Avocados und mit den Sprossen, kümmern wir quasi auch aus der veganen Ecke, wenn man so möchte. Wie eben das Beispiel bei unserem Polizeifall. Macht auf jeden Fall satt. Da sind Ballaststoffe drin, gute Fette drin. Diese guten Fettsäuren im Sinne von wichtige Bausteine für Gehirn- und Nervenzellen als Beispiel. Dadurch werde ich satt. Durch das Croissant mit der Marmelade sicherlich nicht. Da braucht man dann schon zwei oder drei, bis man die Dichte ist wahrscheinlich ähnlich. Sprossen noch schön zaubern, um als Beispiel noch weiter was zu nennen. Und wir unterhalten uns gleich weiter. Und dann haben Sie ein paar heiße Tipps für uns, wie man zum Beispiel Schokolade richtig isst, damit man nicht zu viel isst und wie man eine ganz tolle, einfache, leckere Limonade selber machen kann. Vorher der Hinweis, dass Sie uns zum Thema versteckte oder offene Zucker Ihre Fragen stellen können, wenn Sie wissen wollen, welche Lebensmittel man vermeiden sollte, um deutlich weniger Zucker zu sich zu nehmen. 0800 627 26 26 oder eine Mail an hallohessen@hr.de. Und Frau Brüning wird Ihre Fragen dann später natürlich beantworten. 50 bis 60 Gramm Zucker sind schon ziemlich schnell verspeist. Und man reibt sich dann irgendwann am Ende des Tages die Augen, wenn man feststellt, wie viel Zucker man tatsächlich über den ganzen Tag so gegessen hat. Deswegen bietet es sich an, am Ende eines Tages eine sogenannte Zuckerbilanz zu ziehen. Das haben wir gemacht und wir haben uns dann auch tatsächlich die Augen gerieben. Bitte schön. Nadja macht für uns den Test. Wie viel Zucker nimmt sie am Tag zu sich? Unseren Versuch begleitet die Diätassistentin Ute Stille aus Frankfurt. Mithilfe eines Computerprogramms errechnet sie, wie viel Zucker die einzelnen Lebensmittel enthalten. Also empfohlen ist eine Zuckermenge von 10% der Gesamtkalorien. Das wäre also bei einem Mann ungefähr 60 Gramm Zucker und bei einer Frau ca. 50 Gramm Zucker pro Tag. Nadja startet süß in den Tag mit einem Glas Orangensaft. Der enthält Fruchtzucker und Fruchtzucker muss man genauso berechnen wie anderen Zucker auch. Und das wäre pro Glas ungefähr 20 Gramm im Schnitt. Und was die meisten nicht bedenken, zum Beispiel ein Glas Cola, also gleiche Menge, hat die gleiche Menge Zucker. Dazu gibt es ein Marmeladenbrötchen. Die Marmelade schlägt mit 12 Gramm zu Buche. Der vermeintlich gesunde Fruchtjoghurt ist eine echte Zuckerbombe. Ganze 25 Gramm Zucker stecken in so einem 200 Gramm Becher. Nadjas Frühstück hat es in sich. Wenn man das alles zusammenrechnet, was sie isst, dann hat sie nach dem Frühstück schon ihren Zuckerbedarf des ganzen Tages gedeckt. Und dabei geht der Tag doch jetzt erst richtig los. In der Frühstückspause gibt's ein Kakaogetränk aus der Kantine. Ganze 18 Gramm Zucker gehen auf Nadjas Zuckerkonto. In der Mittagspause gibt's was Herzhaftes. Gesund soll es sein und schnell gehen. Ein Salat mit fertigem Dressing. Die pikanten Fertigprodukte, die enthalten schon auch Zuckermengen. Die sind aber nicht so sehr hoch, weil ja da der Zucker eher so als geschmacksgebende Zutat enthalten ist. Bei diesen Dingen, wie zum Beispiel dem Fertigdressing, müsste man ganz klar auf den Fettgehalt achten. Es ist 2:30, das klassische Nachmittagstief. Nichts geht mehr, da muss ein schneller Energieschub her. Ein Schokoriegel soll die Konzentration wiederherstellen. 50 Gramm wiegt der und kommt auf sage und schreibe 25 Gramm Zucker. Das hält einfach nicht lange genug satt, so ein Schokoriegel. Also, und nach süß hat man dann sehr bald wieder Lust auf süß und dann hat man so das Problem, immer weiter zu snacken. Endlich Feierabend. Zum Abendessen wird's deftig.
Leberwurst enthält auch Zucker, obwohl man sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Da wird in der Regel Milchzucker zugesetzt zum Geschmacksverstärken, als Volumengeber, als Bindemittel. Das sind nicht allzu große Mengen, aber es kommt zusammen, wenn man verschiedene Produkte pro Tag einfach zusammenzählt. Leberwurstbrot und saure Gurken. 4 Gramm Zucker verspeist Nadja bei ihrem eigentlich herzhaften Abendessen. Ein paar Gummibärchen vor dem Fernseher kann sie sich nicht verkneifen. Das sind nochmal 20 Gramm Zucker. Ute Stille rechnet nach. Auf ganze 126 Gramm Zucker kommt Nadja an nur einem Tag. Sie hat ganz normal gegessen und diese Zuckermenge haben wir im Schnitt alle. Es gibt aber noch deutlich mehr Beispiele, wenn man zum Beispiel die Softdrinks noch mit einrechnet und noch mehr Süßigkeiten, die durchaus auch viele essen. Zur Erinnerung, 50 Gramm Zucker sollten es sein. Mit 126 Gramm kommt Nadja auf die 2,5-fache Menge der empfohlenen Tagesdosis. Boah. Und ich habe das Gefühl, dass die Kollegin da noch relativ diszipliniert war in dem, was sie gegessen hat, ja, oder? Ja, fast, fast normal, oder? Ein Marmeladenbrötchen morgens geht schon mal, ne? Und zwischendurch kleinen Schokoriegel und Bruchzucker hat man zu viel Zucker zu sich. Über 100 Gramm. Ja, es muss nicht sein und es gibt ein paar Tricks, um das zu verhindern. Sie haben uns da ein paar mitgebracht. Es geht zum einen auch darum, die Atmosphäre während des Essens zu verändern, sodass man weniger Zucker aufnimmt. Also Atmosphäre während des Essens weiß ich nicht, aber wenn ich wirklich diesen Hunger nach was Süßem habe. Ne? Wir kennen ja so Aromen, können uns ja auch ein bisschen verleiten, in eine bestimmte Richtung zu denken. Beispielsweise Vanille. Vanillearoma ist sehr intensiv. Und wenn ich wirklich diesen Jeeper habe nach was Süßem, aber nicht Süßes essen möchte, das aber stillen möchte vom Gefühl her, kann ich zum Beispiel eine Vanillekerze anmachen oder als Alternative zum Beispiel so einen Tee verwenden, der auch hier einen Apfeltee mit Vanillearoma suggeriert mir, genau, suggeriert mir, dass da Zucker drin ist, ist es aber nicht. Das Aroma ist so intensiv, als wenn ich quasi Zucker zu mir nehme. Dabei ist es nur das Getränk ohne Kalorien. Verstehe. Und zwar natürlicherweise. Machen wir noch mal hier die, vielleicht merke ich ja schon was, weil ich habe eigentlich immer Hunger auf Schokolade und andere Süßigkeiten. Okay. Machen wir mal hier die Vanillekerze an. Also die riecht schon so quasi so, ohne dass sie an ist, muss ich feststellen. Und ja, im Gegensatz dazu zum Thema, gut, das ist natürlich Geschmackssache. Die ist sehr intensiv, muss ich gerade feststellen. Ne? Kaum, dass sie an ist, riecht sie wirklich stark nach Vanille. Ja, und zu dem Thema Aroma bzw. Geschmackpräferenzen haben wir jetzt noch mal den Vergleich hier. Gemüse natürlich ist natürlich ganz wenig Energie drin, auch so gut wie kein Zucker. Also Kohlenhydrate ja, aber eben ganz, ganz wenig. Im Saft sind nur 3% Zucker drin und das auch wirklich nur ganz, ganz wenig, verglichen mit den klassischen Limonaden-Cola-Getränken mit mindestens 10-11% Zucker. Ja, da und trinke ich lieber den Gemüsesaft. Konnte ich jetzt sagen, also wenn ich wirklich mal auch vielleicht so eine Portion Gemüse ersetzen möchte, wieso nicht Gemüsesaft? Mhm. Dagegen natürlich Ketchup ist natürlich so ein richtig zuckerreiches Lebensmittel. Und eine übliche Portion Ketchup sind so ein großer Esslöffel zu den Pommes aber dazu. Mindestens. Ja, 2. Da sind wir schon. Naja, und sind da wir ist schon die Mayo noch nicht mitgerechnet. 6-7 Gramm Zucker sicherlich dabei. Bei 2 sind wir schon fast bei 10 Gramm Zucker. Echt? Nur durch den Ketchup. Ja, und wir halten noch mal fest, wie viel sollte man eigentlich so als erwachsener Mann jetzt in meiner nach deutscher Größe Gesellschaft für Ernährung maximal 50-60 Gramm Zucker. Also habe ich mit 2 Portionen Ketchup schon ein Fünftel meines Zuckerhaushalts gedeckt. Geht ganz schnell. Mhm. Ganz schnell, haben wir vorhin auch festgestellt, geht das ja auch mit der Schokolade. Ja? Während des Tatorts mal eben so eine Packung Schokolade aufgefuttert. Das ist schön abgelenkt noch dazu. Ja. Und das ist natürlich schon Genussmittel. Also nochmal, Genuss darf sein in kleinen Mengen. Das ist, wie gesagt, die Krux der Ernährungsberater zu sagen, in Maßen. Mhm. Und es gibt einfach diesen Trick zu sagen, mit dieser Edelbitterschokolade habe ich einen 70-prozentigen Kakaoanteil. Ich gebe zu, die meisten, die ganz gerne Schokolade mögen, mögen sehr gerne Milchschokolade, weil da aber überwiegend Zucker drin ist. Was wir jetzt machen können, wir können ein kleines Schokoladenexperiment wagen, indem einfach durch diesen hohen Kakaoanteil ich ein Stück Schokolade in den Mund nehme und es einfach mal schmelzen lasse. Und das kann man sehr gerne auch zu Hause ausprobieren und mal die Zeit stoppen. Einfach mal gucken, wie lange braucht es denn, bis wirklich das Stück Schokolade geschmolzen ist und ich wirklich keinen Kakao mehr schmecke. Das dauert doch Ewigkeiten, oder? Darf ich mal? Also wir werden es wahrscheinlich jetzt in der Sendung nicht schaffen, ganz ehrlich. So, ich habe hier mal
ein kleines Stück für mich auch. Zu, na klar. Okay, das ist aber jetzt ein Riesenstück. Das sind Mini-Teile. Ja. Ganz neu. Ich nehme mal so ein ganz kleines, nur mal zum Ausprobieren. Ich auch. So, und das auf die Zunge legen? Mhm. Und einfach nur schmelzen lassen. Also schon den Mund schließen. Ja. Und genießen. Das macht man damit. Und dann am besten noch die Augen schließen, sich zurücklehnen. Geht jetzt hier ein bisschen schwierig. Und man merkt, es schmilzt ganz langsam. Und die meisten, die auch so Milchschokolade zu sich nehmen, finde ich, die essen sozusagen große Stücke oder am besten ganze Riegel so zapp, zapp, zapp weg und lassen das nicht schmelzen. Und schmeckt es immer noch nach Kakao? Mhm. Und mir auch. Wird dann noch eine Weile so bleiben. Ich muss noch ein paar Fragen stellen. Ja, ist mir schon klar. Also ich habe ja gesagt, wir haben glücklicherweise das kleine Stück genommen. Das dauert ziemlich lange. Und wenn man diesen Kakaogeschmack wirklich gerne mag, das schmeckt nämlich ein bisschen herber, wie man es, glaube ich, auch feststellt. Kann ich mich auch ein bisschen entwöhnen von zu viel Zucker, indem ich einfach sage, ich mag Kakao gerne, aber eben nicht mehr so viel Zucker zu mir nehmen. Ich kann mich da unglaublich schwer beherrschen. Wenn ich Schokolade im Mund habe, muss ich kauen. Muss weg. Ist schon weg? Ja. Und mir sitzt immer noch im Mund. Nö, bei mir nicht. Aber ich kann ja noch mal ein neues Stück nachlegen. Durchaus. Getränke. Mhm. Also wir haben festgestellt, hier so eine Cola oder eine Limo, die haben mal locker 10, 12 Gramm Zucker waren das, ne? Genau. Ungefähr so ein Glas voll. Also eine Flasche, so dieses Cola-Getränk, ungefähr 44, 45 Stück Zucker, Löffelzucker. Wahnsinn. Das muss nicht sein. Deswegen haben Sie uns ein Rezept mitgebracht für eine sehr schmackhafte, aber zuckerfreie Limonade tatsächlich. Also es geht ja erstmal darum, das sind ja die klassischen Erfrischungsgetränke. Ja, wird ja immer suggeriert, ne? Sonne, Fitnesskörper und dann wird so eine Cola, eine Limonade getrunken und man hat den Durst gelöscht. Das geht nicht. Es ist viel zu viel Zucker drin, um überhaupt den Durst zu löschen. Wenn es wirklich darum geht, den Durst zu löschen, habe ich mit natürlichen Aromen sogar hier mehrere positive Faktoren. Mhm. Erstmal habe ich ein Erfrischungsgetränk mit Wasser, auf Wasserbasis einfach nur Zitronenscheiben reingegeben, Minze. Und ich das Ganze noch mit Eis auffülle. Ich habe jetzt hier sogar noch ein paar Ingwerscheiben mit reingegeben, was letztendlich für das Immunsystem noch lecker ist. Ich habe hier quasi natürliche Essenzen drin. Ja, jetzt möchte ich aber auch probieren. Und dann halt mit Eis aufgewischt, also beziehungsweise mit Eis versetzt. Und schon habe ich ein wirklich tolles Erfrischungsgetränk für den Sommer. Und Entschuldigung, aber jetzt haben Sie mich hier angefixt. Jetzt möchte ich das natürlich auch probieren. Das hat jetzt wirklich nur gestanden und hat schon Aroma, oder? Ja, es riecht sehr sauer. Na gut, das ist klar. Und außerdem sauer macht auch lustig. Oh ja, das ist toll. Aber es erfrischt, oder? Das soll es erstmal sein. Und hat keinen Zucker. Kein Zucker. Aber ganz tolle natürliche Aromen. Das zum Thema Aroma vielleicht nochmal, um auch mal hier was anderes auszuprobieren. Würden Sie sowas dann eigentlich raten, mit Süßstoff zu süßen anstelle von Zucker? Macht das da überhaupt Sinn, mit Süßstoff zu arbeiten? Also der Punkt ist ganz klar, mit Süßstoffen zu arbeiten, suggeriert dem Körper, ich brauche jetzt erstmal was Süßes. Ich trainiere, und das ist mein Hauptcredo, meine Geschmackspapillen in Richtung süß. Ich habe zwar durch den Süßstoff wirklich ganz wenig Energie zu mir genommen, aber das Problem ist, ich trainiere meine Geschmackspapillen in Richtung süß. Mhm. Und spätestens danach möchte ich vielleicht dann doch eher die Milchschokolade zu mir nehmen oder ein süßes Getränk nochmal zu mir nehmen oder Gummibärchen zu mir nehmen und Co. Also ich trainiere einfach, dass ich eine Vorliebe habe für süß und greife dann wahrscheinlich eher zu Süßigkeiten, anstatt eben zum Gemüse oder zum natürlichen Obst, was letztendlich auch natürliche Süße beinhaltet. Frau Brunnen, danke schön. Ist lecker. Ja. Ja. Ja, ich gebe es jetzt. Ja. Ich nehme auch noch mal so einen Himbeer. Super. Danke. Danke Ihnen, Frau Brunnen. Gerne. Bis später. Bis später. Ich gehe zurück zu Marco Löw. Und bei Marco Löw sitzt auch noch die Kollegin Katrin Mund, die ja vorhin dem Tim Frühling ein Alibi verschaffen sollte. Genau. Herr Löw, Sie haben die beiden beim Flunkern erwischt letzten Endes, weil der eine hat gesagt, die Küche geht rechts vom Flur ab und die andere hat, glaube ich, du hast gesagt, geht links vom Flur ab. Und Sie haben das nochmal mit einer Skizze sich ein bisschen vertiefen lassen. Genau, ne? Ich habe ja vorher unserem Verdächtigen eine Skizze machen lassen. In der Zwischenzeit hat jetzt die Kollegin hier ihre wahre Wohnung aufgezeichnet und man sieht natürlich hier massive Abweichungen. Das sind nämlich einige Punkte, die Sie eben nicht abgesprochen haben. Und vielleicht, wenn Sie kurz Ihre Wohnung erklären, wie es wirklich war. Er hat ja vorher gesagt gehabt, das ist so, hier ist der Hof, da geht man gerade rauf. Darf ich vielleicht gerade nochmal, zeig mir doch nochmal. Ja, also das ist das, was die Katrin, die Kollegin Mund, gemalt hat. So ist der, ihre Wohnung das aus. Ist der Querschnitt, Grundriss ihrer Wohnung. Und so
Ja gut, Kollege vom Wetter halt, ne? So hat es der Tim gemalt. So, Katrin, erzähl mal. Das Problem war, dass wir nicht abgesprochen haben tatsächlich, wie das bei uns so aussieht. Und dieser Eingang ist eben so an der Seite, das hätte ich ihm vielleicht mal sagen sollen. Jetzt bin ich schlauer, da wusste ich das halt nicht. Man kommt halt hier durch diese Toreinfahrt rein, muss so um die Ecke gehen und da, wo dieser Kreisel ist, da ist eben der Eingang und dann geht man die Treppen hoch und dann ist links die Küche. Und ich glaube, er hat halt rechts gesagt, da hat man einfach nicht drüber geredet. Wir hatten über das Fenster geredet. Über die stolpert dann nachher. Merkt ihr das? Wir haben über das Fenster geredet, aber leider nicht über mehr. Katrin, danke schön, dass du mitgemacht hast und uns das gezeigt hast. Ja? Viele danke. Grüße in die Redaktion. Danke, tschüss. Wiederschön. Sag denen, ich komme gleich nach. Wir würden uns gerne über eine Sache noch mit Ihnen unterhalten, und zwar den Schutzraum. Genau. Was bedeutet dieser Schutzraum während eines Verhörs? Ja, der Schutzraum, nicht nur während des Verhörs, sondern generell hat jeder Mensch gewisse Schutzräume. Das ist eine ganz interessante Sache, die auch in meinen Büchern einen Schwerpunkt darstellt. Da würde ich einfach mal ganz praktisch was mit Ihnen demonstrieren. Das ist jetzt aber nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nicht abgesprochen, aber das macht die Sache spannender. Ne? Okay. Wenn Sie einfach sich mal vor mich hinstellen. So? So, genau. Wenn wir uns jetzt so unterhalten. Ne? So fühlen Sie sich noch wohl, oder? Einigermaßen, sagen wir mal. Ja. Ne? Genau. Und jetzt passiert was Interessantes. Wenn ich nur ein bisschen auf Sie zugehe, so, fühlen Sie jetzt noch wohl? Also, nicht mehr so richtig, oder? Ich habe gemerkt, wie ich so instinktiv merkte, ich zurücktreten zu wollen. Aber ich dachte mir, aus Höflichkeitsgründen geht das jetzt natürlich nicht. Aber das Interessante an der Sache ist jetzt hier und hier. Ne? Und nur ein Zentimeter Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt so stehe, fühlen Sie sich wohl. Und ein Zentimeter nach vorne, jetzt fühlen Sie sich nicht mehr wohl. Warum? Wenn ich so stehe und mache einen Fauststoß, dann ist praktisch hier, ne, meine Faust eine halbe Zentimeter vor Ihrer Nase. Keine Angst, passiert nichts. Ne? Ich kann auch zurückschlagen. Genau, Sie können auch zurückschlagen, genau. So, wenn ich jetzt aber einen Zentimeter nach vorne gehe, so, dann würde ich voll treffen. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Distanzraum, den man automatisch aus den Urinstinkten, aus der Urzeit in sich drin hat, dass man einfach sagt, hier fühlt man sich wohl, weil ich könnte jetzt nicht ansatzlos Sie treffen. Ne? Zumindest sage ich mal das nicht mit meinen Armen. Ne? Dagegen, wenn ich jetzt diesen Zentimeter noch auf Sie zugehe, jetzt könnte ich zum Beispiel alles machen. Ich könnte das Auge ausstechen, ne? Ich könnte Ihnen in den Kehlkopf hier irgendwie reinhauen oder irgend sowas. Ich könnte Sie einfach so normal schlagen. Es gibt tausend Möglichkeiten, die ich machen kann. Deswegen ist das zum Beispiel jetzt eine Distanzzone. Es gibt insgesamt drei wichtige. Wie setzen Sie das dann während eines Verhörs ein? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Folgendes machen, wenn man zum Beispiel sitzt, das kann man jetzt aber hier schlecht demonstrieren, dann kann man zum Beispiel, wenn man keinen Tisch hat, unauffällig aufrücken. Ne? Das heißt zum Beispiel, mein Tisch hat zum Beispiel, wir sitzen uns hier, mein Stuhl hat Rollen dran und immer wieder so einen halben Zentimeter rolle ich auf Sie zu, aber im Zeitraffer, dass Sie das nicht merken. Ne? Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt sofort in Ihren Schutzraum eindringe, so, sage ich, so, und jetzt möchte ich mal was sagen, ne? Dann fühlen Sie sich bedroht. Aber wenn ich das nach und nach mache, ne, unauffällig, und irgendwann bin ich in diesem Bereich und Sie haben sich daran gewöhnt sozusagen, ne, das ist ungefähr so wie bei dem Fuchs von Saint-Exupéry, der kleine Prinz, ne, der immer wieder weiter an den Rand geht, ne, dann ist es irgendwann so, dass Sie mich quasi als Freund erkennen, ne, Ihr Unterbewusstsein, und dann habe ich eine ganz andere Basis, mit Ihnen zu reden. Ne. Das heißt, setzen wir uns wieder, Sie erhöhen auf die Art und Weise unbewusst den Druck bei demjenigen, der verhört wird, und letzten Endes verspricht er sich dann, beziehungsweise verstrickt sich in Widersprüche. Ich kann entweder den Druck erhöhen, indem ich in den Schutzraum sozusagen spontan eindringe, ne, auf einen Schlag, dann kann ich den Druck erhöhen. Oder ich kann aber auch das Gegenteil erzeugen. Ich kann also sozusagen Vertrauen aufbauen, indem ich sozusagen schrittweise in den Schutzraum reindringe, bis ich irgendwann einmal in diesem Bereich drin bin und er mich akzeptiert. Denn normalerweise ist es so, dass nur die Freunde und nahen sozusagen Vertrauten oder irgend sowas in diesen Schutzraum rein dürfen. Ne? Bis hierhin, Dankeschön. Wir müssen noch mal ganz schnell auf das schauen, was die Kollegen von Service zu Hause heute Abend um 18.50 Uhr machen. Da geht es um die Wohnung umgestalten und mehr Stauraum zu schaffen. Und das geht schon mit ganz einfachen Tricks, wie uns dieser Lifehack jetzt beweist. Wer viel aufbewahren will und wenig Platz hat, muss häufig improvisieren. Alte Honiggläser eignen sich perfekt zum Lagern von Schrauben oder Nägeln. Befestigen Sie den Deckel des Glases an der Unterseite eines Regales, Glas befüllen, anschrauben und fertig. Und mehr dieser praktischen Tipps dann um 18.50 Uhr bei den Kollegen von Service zu Hause heute mit Matthias Münch im hr-Fernsehen. Wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Jetzt brauche ich einen abschließenden Tipp mal von Ihnen. Wenn ich unschuldig bin und in einem Verhör bin, wie benehme ich mich am besten so, dass ich nicht irgendwie verdächtigt werde plötzlich? Ja, wenn Sie unschuldig sind, dann einfach ganz natürlich benehmen. Sie haben nichts zu befürchten, Sie haben nichts gemacht.
Sagen Sie den Vernehmern, was Sache ist, wie es wirklich abgelaufen ist, dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Denn zumindest in Deutschland wird ja alles nach rechtsstaatlichen Prinzipien verlaufen und insofern braucht auch der Unschuldige keine Angst haben. Herr Müll, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns davon erzählt haben und mehr zum Nachlesen natürlich in Ihrem Buch. Du machst mir nichts vor. Danke, dass Sie bei uns waren. Frau Brüning, vielen Dank für alle Tipps, die Sie uns mitgebracht haben. Wir halten fest, weniger ist mehr, gerade bei Zucker. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf morgen, meine Damen und Herren. Dann werden wir Ihnen nämlich unter anderem die ultimativen, neuesten und besten Tipps in Sachen Frühjahrsputz mit an die Hand geben können in der Sendung. 16 Uhr, Hallo Hessen, morgen. Hier geht es jetzt weiter mit Hessenschau kompakt. Schönen Abend noch. Tschüss.